hatte, es sich live anzugucken. Ja, ich freue mich für eine Veranstaltung mit dem Thema Queer und katholische Kirche. Wir haben das ja genannt unmöglich und das Un in Klammer gesetzt, bewusst, um damit einfach auch zu spielen. Denn wir haben ja eine liberale Gesellschaft, die auch von Vielfalt lebt. Und Vielfalt ist ja auch die Grundlage einer vitalen Demokratie. Deutschland ist bunt. Die neue Ampelregierung hat es ja sich als eine Fortschrittsagenda auch auf die Fahnenstange geschrieben, die Stärkung der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt darzustellen und auch den queerpolitischen Stillstand der letzten Jahre zu beenden. Es sind ja Themen jetzt, die umgesetzt werden, die jahrzehntelang nicht geändert worden konnten. Das ist eben das diskriminierende Blutspendeverbot zum Beispiel für schwule Personen, das ewige gestrige Transsexuellengesetz. Artikel 3 Grundgesetz wurde entsprechend angepasst. Wir haben einen nationalen Aktionsplan zum Schutz sexueller und gesellschaftlicher Vielfalt, stärken Regenbogenfamilien und LSBTI Menschenrechte weltweit. Das sind Themen, auf die man, denke ich, stolz sein kann, denn die sind die letzten Jahrzehnte nicht umgesetzt worden. In der katholischen Kirche, da hat sich dieses Umdenken allerdings noch nicht eingestellt. Heute bzw. gestern konnten wir schon lesen, dass der Generalvikar Sturm aus dem Bistum Speyer zurückgetreten ist und hat es unter anderem auch damit begründet, mit der queeren Rückständigkeit der katholischen Kirche. Und auch wenn jetzt Papst Franziskus ein mitfühlendes Verständnis für gleichgeschlechtliche Liebe äußert, ist die katholische Kirche, glaube ich, noch meilenweit davon entfernt, einen selbstverständlichen Umgang mit queeren Lebensentwürfen zu pflegen. Es gibt nicht nur zunehmende Kirchenaustritte, es gibt ja auch Reformbewegungen, Hashtag Liebe gewinnt, Out in Church oder der Synodale Weg zeugen ja auch davon, dass es Öffnungen innerhalb der katholischen Kirche gibt und dass hier auch der Wunsch besteht von vielen Katholiken, Änderungen herbeizuführen. Ich freue mich deshalb heute sehr über meine Gäste. Ich kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Ich hatte mir so vorgestellt, ich stelle mal kurz die Gäste das Podium vor und dann diskutieren wir in 4 Fragenblöcken, 15 Minuten, ganz kurz 4 Themenschwerpunkte. Danach soll da Möglichkeit und Raum sein, dass Sie einmal virtuell im Chat bei uns Fragen einreichen können, die wir dann hier gemeinsam diskutieren können. Natürlich Sie gerne auch als Publikum hier im Raum können dann gerne Fragen stellen. Wir sammeln die Fragen dann und gehen mit einem Saalmikro herum. Die 4 Themenblöcke sind die katholische Kirche und ihre Sexualmoral. Der 2. soll sein, queer sein in der katholischen Kirche. Der 3. katholisch sein in der queeren Community, mal andersrum gedreht. Und 4. dann Reformprozesse, welche Initiativen, Erfahrungen, welche Perspektiven gibt es? Ich möchte kurz beginnen jetzt eben und danach haben wir noch die Möglichkeit draußen im steinernen Saal. Also für alle, die noch nicht im Landtag gewesen sind, ist dann da, wo eigentlich die Journalisten stehen und mit Politikern Interviews führen, die sie dann abends im Fernsehen sehen können. Da soll dann noch die Möglichkeit bestehen, dass wir uns gemeinsam auch entspannt noch austauschen können. Ich beginne, Ihnen kurz meine 4 Gäste vorzustellen. Ich freue mich zum einen beginnend mit Dr. Dr. Wolfgang Roth. Er ist Priester, Theologe und Kirchenrechtler. Er wurde 67 geboren und 96 zum katholischen Priester geweiht. Er ist Doktor der Theologie und des Kirchenrechts. Er hat große Bekanntheit erlangt durch seinen Einsatz gegen die Diskriminierung von Frauen und queeren Personen in der katholischen Kirche. Er gehört zu den Aktivisten der Initiative Liebe gewinnt, in der im Rahmen ja auch am 9., am 10. Mai in über 100 deutschlandweit gefeierten Gottesdiensten katholische geistliche homosexuelle Paare gesegnet haben. Er befürwortet auch die Aktion Out in Church, in deren Rahmen am 24. Januar 2022 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche sich als queer geoutet haben und bezeichnet das auch zu Recht als Meilenstein. Und er selbst beteiligt sich ja auch insofern nicht direkt daran, weil er gar kein Geheimnis um seine eigene sexuelle Identität macht und sich da eben ja schon länger für queere Menschen engagiert. Was ihm auch schon internationale Reputation in einem Radioporträt in der BBC eingebracht hat. Und was der ein oder andere nicht weiß, und zur,
Zur Vorsorge habe ich mal noch was mitgebracht. Er ist auch ein Experte für schottischen Whisky. Also ich habe für Notfälle hier eine kleine Flasche gerade aus meinem Bürobestand. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich hier in meinem Büro Alkohol lagern muss. Aber so manchmal ist das ganz gut, wenn man da was parat hat. Und auch dafür ist er schon ausgezeichnet worden als übersetzt Hüter der Schale. Klingt jetzt für uns so unspektakulär, aber da ist halt normal im gleichen Kreis mit Prinz Charles, Ronald Reagan und Sean Connery. Insofern, lieber Herr Roth, ganz, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Dann freue ich mich, dass Katrin Richthofer da ist. Sie ist die Mitbegründerin von Maria 2.0 in München. Zehntausende Frauen engagieren sich ja in der katholischen Kirche für die gleichen Rechte, um die gleichen Rechte zu bekommen wie entsprechend Männer in der katholischen Kirche. Und Schwerpunkt der Arbeit ist ja hier auch, dass man sich innerhalb der katholischen Amtskirche einsetzt, dass hier die Diskriminierung abgebaut wird. Ein Zitat wäre, wir fordern nichts anderes als das, was gängige Menschenrechte sind, so Katrin Richthofer, eben als Mitbegründerin von Maria 2.0. Und ihrer nicht-heterosexuellen Stieftochter hat sie mal den Ratschlag mitgegeben, ich zitiere, was ich sehr schön finde von der Formulierung her, lass dir von einer Kirche nicht deinen Glauben kaputt machen, Gott hat dich genauso geschaffen, wie du bist. Sie haben selbst Film studiert und arbeiten heute im Bereich Pressearbeit, Event, Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Frau Richthofer. Der dritte in der Runde ist Henry Frömmichen, ehemaliger Priesterseminarist. Henry Frömmichen engagierte sich schon in jungen Jahren in seiner Gemeinde. Er ist ja der Jüngste in der Runde und für ihn stand schnell fest, dass er eben katholischer Priester werden möchte. Sein Coming-out hatte er im Alter von 16 Jahren im Rahmen eines seelsorgerischen Gesprächs mit einem Priester, der ihn auch ermutigt hat und hat gesagt und hat ihm versichert, ja, er kenne auch viele schwule Priester, das wäre kein Hindernis und die alle eine auch hervorragende Arbeit in ihren Gemeinden machen. 3 Monate dann nach seinem Eintritt in das Priesterseminar der Erzdiözese München-Freising wurde er entlassen, nachdem er ein Selfie mit einem Hauptprotagonisten einer schwulen Reality-Dating-Show, Prinz Charming genannt, auf Instagram veröffentlichte. Also er hat ein Foto veröffentlicht, um das nochmal zu wiederholen und zu verdeutlichen. Und dann wurde ihm vorgeworfen, dass er den Lebensstil von homosexuellen Menschen, so glaube ich, war der amtsdeutsche Text dazu, propagiert und dass das so nicht mehr tragbar wäre. Und Henry Frömmichen ist mittlerweile, so wie auch ich, aus der Kirche ausgetreten und er arbeitet heute in seinem Beruf als Bestattungsfachkraft. Herzlich willkommen, lieber Henry Frömmichen. Und die vierte, last but not least in der Runde, ist Frau Irene Löffler. Sie ist Theologin und im Vorstand des LSVD in Bayern. Irene Löffler engagiert sich im Vorstand des LSVD in Bayern. Der Lesben- und Schwulenverband, für die das nicht wissen, in Deutschland ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen, LSBTI. Schlagwörter sind eben Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Der LSVD setzt sich dafür ein, dass es eben ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft wird und dass es auch normal ist, schlicht und ergreifend. Und Frau Irene Löffler ist zuständig für die Themen Kultur, Religion und Behinderung, wenn ich das richtig gelesen habe. Frau Löffler, herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt dann eben beginnen mit dem ersten Themenbereich. Das wäre inhaltliche Grundlagen, also die katholische Kirche und ihre Sexualmoral, Haltung der Kirche zu verschiedenen Arten von Sexualität. Herr Rothe, was sagt denn die Bibel über Sexualität und Vielfalt der Sexualität? Die Bibel sagt zum Thema Sexualität eigentlich erstaunlich wenig. Es gibt keinerlei systematische Behandlung des Themas Sexualität im Kontext der Bibel. Wenn Sexualität angesprochen wird, dann immer in Bezug auf ganz konkrete Fälle, für die man in einer bestimmten Zeit eine Lösung gesucht hat. Ein bestimmtes Problem, das aufgetreten ist. Und da hat man dann eben eine Lösung gesucht, die dem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund geschuldet war. So zu tun, als ob die Bibel einen systematischen Katalog an moralischen Normen bieten würde, ist schlichtweg unhistorisch und wird auch der Gattung der Bibel nicht gerecht. Das heißt, diejenigen, die behaupten, es gäbe eine durchkonstruierte Sexualmoral in der Bibel,
die erzählen schlicht und ergreifend die Unwahrheit. Frau Löffler, Sie haben das jetzt gehört, die katholische Kirche in ihrer Sexualmoral, ist das denn lebensfern? Ich denke, es ist lebensfern. Also das Problem ist einfach, dass es ganz wenige Menschen gibt, die sich an diese Moral halten und dass die Moral nicht mehr mit dem Leben der Menschen übereinstimmt, sozusagen. Also ich habe ja mein ganzes Berufsleben als zuerst 10 Jahre als Religionslehrerin im Kirchendienst gearbeitet, wo ich mich sehr bemüht habe. Es kam ja das Thema Freundschaft, Liebe, kam zum Beispiel in der 7. und 8. Klasse vor. Und wenn ich dann mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Sexualität geredet habe und auch Homosexualität angesprochen habe, dann haben die zu mir gesagt, das hat noch nie jemand zu uns gesagt. Und der katholische Pfarrer von der Gemeinde hat gesagt, ich habe es immer geschafft, das Thema auszulassen. Weil Sie jetzt da sind, muss ich plötzlich das Thema Freundschaft, Liebe im Unterricht dran nehmen. Also es ist einfach, es steht im Lehrplan, ja. Und es ist einfach diese Vermittlung, du bist kein vollwertiger Mensch, wenn du lesbisch oder schwul bist oder trans, die wird leider Gottes immer noch so weitergegeben. Und ich habe ja 20 Jahre die Frauenseelsorge in Bayern geleitet und war hier in München tätig. Und im Ordinariat saßen in der Seelsorgeamtskonferenz viele Lesben und Schwule. Ja, aber sie waren halt nicht offen. Und ich fand es immer sehr schwierig, dass ich im persönlichen Umfeld, ich bin seit 30 Jahren bei den Lesbentagungen in Bad Boll und bereite damit vor. Ich bereite bei evangelischen Kirchentagen mit vor. Und als ich als das letzte Honorar auf meinem Konto war, bin ich aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Meine Kolleginnen aus der Frauenseelsorge haben mich rausgemobbt. Und dann bin ich sofort evangelisch-lutherisch geworden. Und war zum ersten Mal auf dem Kirchentag offen am Stand gestanden. Ganz viele Menschen kamen zu mir, haben mich umarmt und haben gesagt, wie schön, Irene, dass du jetzt die sein darfst, die du bist. Und ich glaube, es macht einfach krank, wenn du jahrzehntelang nicht die sein darfst, die du bist. Ich habe ja ständig als Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge Bayern wurde ich jeweils vor den Bischofskonferenzen zu den Bischöfen eingeladen und habe sagen sollen, was die Frauen in Bayern denken. Es durften ja nie Frauen selber da reden. Ja, dann versuchst du so gut wie möglich das Thema Frau an die Frau oder beziehungsweise da an den Mann zu bringen. Aber über das Thema lesbisch, schwul kannst du ja da gar nicht reden. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, wenn wir das so hören, lieber Henry Frömmichen, das ist ja heute alles einfacher und ganz easy. Das sind jetzt ein paar Lebensjahre dazwischen gewesen von der Zeit her, was wir gerade dargestellt bekommen haben. Ein junger homosexueller Mann möchte Priester werden. Vielleicht kannst du uns noch mal so kurz darstellen, wie denn dein Weg da gewesen ist und was ist dir da so entgegengetreten? Ja, also bei mir war es ja einfach so, in der Kindheit, Jugend, also ich bin ja in Almendingen, das ist in Baden-Württemberg, bin ich aufgewachsen, das ist eine Gemeinde von 4.500 Einwohnern und ich war ja als Kind in der Kirchengemeinde sehr engagiert, als Ministrant, du hast ja vorher schon bei der Vorstellung gesagt und bei mir war es schon immer in der Schule schon, ich war schon immer ein bisschen anders, ein bisschen besonders, bin die Lehrer auf der Geist gegangen, weil ich einfach immer Fragen gestellt habe, die jetzt noch nie irgendjemand gestellt hat oder sich überhaupt nicht mit diesen Themen beschäftigt. Und mein damaliger Heimatpfarrer, der hat mich damals so an die Hand genommen und hat gemerkt, okay, beim Henry, da ist ein Potenzial da, da ist irgendwie ein Feuer, auch im Hinblick auf Kirche. Den nimmt er jetzt mal in der Hand und guck mal, wo dieser Weg hingeht. Und dann war es halt mir von vornherein klar, weil so dieser Pfarrer, der Pfarrer Günter Gerlach, für mich dann so ein Vorbild war, wie so ein Idol. So wie der, so will ich auch mal werden. Und dann war es für mich sehr schnell klar, ich möchte Priester werden. Weil natürlich auch dann, wo es dann ins Gymnasium und so weiter ging, meine Schulzeit war nicht einfach. Also
weil man einfach, wenn man es merkt, okay, man ist anders als die anderen, wird man gehänselt, wird man gemobbt. Und da war dann für mich einfach auch so dieses Engagement in der Kirche, ja, das war meine Heimat, das war mein Schutzraum, da habe ich mich geborgen gefühlt, da habe ich mich sicher gefühlt. Und diesen Schutz, was ich in der Kirche erfahren habe durch mein Engagement, das wollte ich auch dann einfach mein Leben lang machen. Und dieses Geschenk, was ich auch durch diesen Heimat, durch meinen Heimatpfarrer bekommen habe, dieses Angenommensein, dieses Geborgensein, das wollte ich dann auch dann als späterer Seelsorger, als späterer Pfarrer, auch meinen Mitmenschen, die mir an die Hand gegeben sind, weitergeben. Und das war so mein Traum, mein Ziel. Und als dann ein neuer Pfarrer kam in unsere Gemeinde, als mein damaliger Heimatpfarrer dann in Ruhestand ging, dann kam bei mir so im Alter von 16 Jahren dann das Thema, okay, ich bin schwul. Also, und dann hatte ich eben dann mit diesem Pfarrer, weil ich dann das Gefühl hatte, mit dem kann ich darüber sprechen, dieses Gespräch, in dem ich mich dann geoutet habe. Und ja, das war einfach, das war eine Befreiung. Ich habe die Welt wieder total bunt gesehen, mit ganz anderen Augen. Ich konnte wieder lachen, weil ich war total in mich gekehrt, eigentlich nur immer in der Kirche. Wenn ich ministriert habe, da war ich irgendwie geschützt, da konnte ich mich entfalten. Und ja, und dann war es eben dieser Punkt, als ich dann sagte, Herr Pfarrer, wie ist denn das eigentlich? Jetzt bin ich schwul, aber dann kann ich doch jetzt das vergessen, Priester zu werden. Also diesen Kindheitstraum, diesen Wunsch, den ich das ganze Leben bis jetzt hatte, geht nicht. Und dann sagte er mir, Henry, überhaupt kein Problem. Du bist zwar schwul, aber es gibt genügend andere schwule Priester, die einen wahnsinnig tollen Job machen, die in ihrer Gemeinde sind. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann gehe ich einfach jetzt weiter diesen Weg. Und genau, so war das dann erstmal. Wenn man das jetzt so hört, Frau Richthofer, Chancengerechtigkeit für Frauen in der katholischen Kirche. Wir haben jetzt hier schon den ein oder anderen biografischen Hintergrund ja auch mitbekommen. Welche Rolle der Frau leitet sich denn aus der Bibel für die Kirche und Gesellschaft ab? Wie kam es zur Gründung von Maria 2.0? Welche Ziele verfolgen Sie denn da? Unterscheidet sich das? Ich denke, es ist überall dasselbe am Ende. Also die katholische Kirche hat an ganz, ganz vielen Stellen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, die sie ja eigentlich als ein wunderbares Kernmerkmal hat. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie wunderschön, hat das ziemlich verspielt, hat da ziemlich viele Fußnoten dazu gesetzt. Also außer es sind Frauen, außer es sind Homosexuelle, außer an diesem Lebensentwurf ist irgendwann mal was ein bisschen aus der Spur geraten. Also solange ihr in der richtigen Spur seid, liebt euch Gott. Ich weiß nicht, mein Gott ist das nicht. Also mein Gott diskriminiert nicht, weder Frauen noch Männer. Und als mich dann die Renate Spannig irgendwann gefragt hat, Mensch, lass uns doch auch eine Münchner Gruppe Maria 2.0 gründen, war es sehr schnell klar, dass ich gesagt habe, klar, mache ich mit. Denn ich finde es wahnsinnig schade. Ich finde Priester einen wunderschönen Beruf, aber man kann ihm niemanden raten. Also weder Männer noch Frauen. Also als Mann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich rausfalle, weil ich ehrlich zu meiner Liebe zu einer Frau irgendwann stehen will. Ich meine, man sagt ja was, ein Drittel der Priester sind homosexuell, ein Drittel heterosexuell und der Rest nur ist naturzölibatär. Und alle anderen werden so oder so irgendwie scheitern oder müssen sich verleumden. Also es ist ja eigentlich ständig dieses Spiel mit der Scheinheiligkeit. Also du kannst das machen. Wir haben gerade diesen wunderschönen Film Vater Unser aus Ungarn angeschaut, den wir jetzt mit Maria 2.0 begleiten werden, über einen Priester, der dann nach 7 Jahren, wo seine Gemeinde immer sagt, ach bleib, ist doch egal, dass du 3 Kinder hast, bleib ja unser Priester, wir werden keinen tolleren finden, dann irgendwann sagt, ich kann mit dieser Scheinheiligkeit nicht mehr leben. Und sie hat nach der Rolle der Frau gefragt, gruselig? Also es gibt so viel tolle berufene Frauen. Ich meine, die Philippa Rath hat das jetzt glücklicherweise mal in einem schönen Buch zusammengefasst, wo jetzt letztens Frau Professor Nowek sagte, wie schön, dass es da jetzt mal Literatur zu gibt. Also ja, genau. Es gibt so viele tolle Bücher mittlerweile zu dem Thema, wo man einfach sagen muss,
ja, es gibt Berufungen von Frauen, auch wenn, ich kenne jetzt schon 3 Frauen, die Theologinnen sind, denen in ihrer Ausbildung gesagt wurde, also solltest du einen Ruf hören, dann stimmt da was nicht. Frauen können nicht berufen sein. Und ich meine, ich kenne selbst so viele wunderbare berufene Frauen, die bestimmt fantastische Priesterinnen, Pfarrerinnen wären, die einfach nicht drankommen an den Job, weil sie blöderweise Frauen sind. Und ich meine, in der Bibel, um Gottes Willen, also es gab die Apostelin Junia, die dann halt in ein Junias umbenannt wurde über viele, viele Jahre. Es gibt viele Frauengestalten und wenn man die Briefe des Paulus anschaut, dann kommen da ganz, ganz viele Frauennamen vor, wenn er da an die Gemeinden schreibt. Grüße mir, meine lieben Gemeindevorsteherinnen. Also in der Urkirche waren durchaus viele, viele Frauen aktiv. Und ich denke, irgendwann wurden die dann weggeräumt, weil es vielleicht auch einfach die Machtpositionen der Männer ein bisschen einfacher gemacht hat, wenn man die da schon mal sowieso aussortiert hatte. Und da jetzt wieder ein Stückchen darauf hinzuweisen, dass Frauen in der Kirche fehlen, dass, glaube ich, auch viel von diesen ganzen Missbrauchsgeschichten so nicht geschehen wären, wenn da irgendwann mal eine Frau auch einen Blick drauf gehabt hätte, eine Hand drauf gehabt hätte. Ich frage mich immer, wenn ich diesen Bericht unseres lieben Ex-Papstes lese, seine Stellungnahme, also wo dann irgendwelche Aussagen vorkommen, von wegen, naja, das war ja nur Missbrauch vor dem Kind und nicht Missbrauch an dem Kind. Ich sagen muss, wenn das irgendeine Frau gelesen hätte, die hätte ihm das Ding um die Ohren geschlagen, hätte gesagt, hallo, also ist ja nett, wenn der liebe Priester in die Nachbargemeinde zum Masturbieren vor Kindern gegangen ist, aber auch das ist Missbrauch. Und da vermisse ich immer wieder Frauen in der katholischen Kirche und deswegen kämpfen wir dafür, dass das sich vielleicht doch irgendwann mal ändert. Ich will da vielleicht noch mal kurz zurückkommen, Herr Rothe. Buch war jetzt mein Stichwort. Sie haben ja auch unlängst ein Buch geschrieben, gewollt, geliebt, gesegnet. Gott diskriminiert nicht, fand ich jetzt eine sehr treffende Beschreibung. So habe ich mir das auch mal gedacht. Wie können Sie sich das dann so theologisch-theoretischer herleiten? Gibt es das überhaupt oder ist das völlig, Sie hatten es eigentlich ja schon anklingen lassen, aber können Sie das nochmal, Sie haben das jetzt ja gehört, kann man das überhaupt begründen eigentlich? Die lehramtliche Sexualmoral, so wie sie im Katechismus steht, so wie sie auch der amtierende Papst offiziell noch mitträgt, die steht auf einem sehr brüchigen Boden, weil sie einfach Dinge voraussetzt, die erstens mit der Realität nichts zu tun haben und zweitens auch theologisch nicht begründbar sind, weil sie eben zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, keinerlei Fundament in der Bibel haben. Über viele Jahrhunderte war das Thema in der katholischen Kirche auch überhaupt nicht präsent. Das älteste lehramtliche Dokument, in dem sich die Kirche überhaupt mit dem Thema Homosexualität befasst, in dem zum ersten Mal die Diskriminierung homosexueller Menschen in der Kirche von höchster Autorität, also vom Vatikan, verschriftlicht wurde, das stammt von 1975. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Kirche ist also fast 2000 Jahre ausgekommen, ohne eine solche Doktrin zu formulieren. Meine These ist, Staat, Gesellschaft und Kirche waren sich in früherer Zeit einfach einig in der Diskriminierung homosexueller Menschen. Es war einfach Mainstream, dass homosexuelle Menschen und überhaupt queere Menschen in der Gesellschaft, im Staat und dann eben auch in der Kirche keinen Platz haben. Staat und Gesellschaft haben irgendwann glücklicherweise erkannt, dass das ein Irrtum ist, dass queeres Leben vollkommen normal ist und vollkommen zum Menschsein dazugehört. Und die Kirche gibt nicht gerne zu, sich geirrt zu haben, weil das an ihrer Machtposition sägt. Wenn die Kirche sagen würde, ja, wir haben über viele Jahrhunderte hinweg eine Diskriminierung mitgetragen, die ein Irrtum war, dann würde ja die kirchliche Unfehlbarkeit hinterfragt und widerlegt. Und darum hat die Kirche erst dann, als Staat und Gesellschaft begonnen, sich für homosexuelle Menschen zu öffnen, begonnen, ihre Ablehnung queerer Lebensformen zu begründen.
Und diese Begründungen sind äußerst dürftig, äußerst hölzern und halten weder einer humanwissenschaftlichen noch einer theologischen Überprüfung stand. Das ist eine deutliche Aussage. Ich möchte mal überleiten in den zweiten Themenbereich mit Ihnen, Frau Löffler, beginnen. Was bedeutet denn Queersein in der katholischen Kirche? Das bedeutet, wenn du hauptamtlich bist, also ich musste unterschreiben, dass ich die Normen der Kirche erfülle. Das heißt, ich habe unterschrieben, was ich nicht konnte, weil ich ja wusste, dass ich Lesbe bin. Und weil ich die Frauenseelsorge in Bayern geleitet habe, hatte ich ja noch mal Zusatzpapier zu unterschreiben, dass ich in einer besonderen Weise das alles machen muss. Also ich habe eigentlich doppelt gelogen. Dann gleicht sich's ja wieder aus. Ja, und also wenn du jetzt wenn du im kirchlichen Dienst bist, darf das quasi nicht rauskommen. Also wenn ich immer zu den Lesbentagungen nach Bad Boll gefahren bin, dann haben meine Freundinnen schon Angst gehabt, da wäre jemand, der mich dann outet. Aber ich denke mir, ich muss doch irgendwo einen Bereich haben, wo ich frei leben kann, wie ich bin. Und wenn du jetzt in der Gemeinde lebst, dann kann das halt sein, also bei uns, wir haben in Augsburg eine queere Gruppe, wo Christinnen und Christen, römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch, altkatholisch, also aus den verschiedenen Gemeinden zusammenkommen. Aber wir treffen uns in der evangelischen Gemeinde und wir machen auch queere Gottesdienste und dürfen dieses Jahr zum ersten Mal nach dem vatikanischen Verbot seit langen Jahren wieder in einer römisch-katholischen Kirche den CSD-Gottesdienst machen. Also der Pfarrer Haug hat von Rom persönlich, vom Papst persönlich verboten gekommen, bekommen in seiner Kirche CSD-Gottesdienste zu halten. Und die Gemeinde hat jetzt eindeutig beschlossen, wir werden jetzt wieder in der Gemeinde CSD-Gottesdienste halten. Also das ist für mich sehr mutig. Ja, also das finde ich ganz, ganz toll. Aber du kannst dich halt als Lesbe oder schwuler Mensch in der römisch-katholischen Kirche nicht darauf verlassen, dass die anderen dich einfach so nehmen, wie du bist, weil ganz viele denken, dass das nicht mit der Kirche übereinstimmt. Und dabei steht in der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, männlich und weiblich schuf Gott sie. Das heißt, egal wie wir sind immer nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und wir sind so geliebt, wie wir sind. Und das ist die frohe Botschaft, die zu verkünden, die römisch-katholische Kirche genauso hat wie jede andere Kirche. Frau Richthofer, mit welchen Reaktionen ist denn zu rechnen, wenn man sich in der kirchlichen Community als queer outet? Was würden Sie sagen? Also ich war extrem überrascht. Ich habe ja diesen Liebe-Gewinnt-Gottesdienst letztes Jahr organisiert. Dieses Jahr haben wir es versucht und nicht geschafft, weil wir keine Kirche gefunden haben. Aber wir hatten dann diesen Gottesdienst organisiert, der auch wirklich wunderschön war. Und dann kamen die Drohbriefe. Und also, ich meine, ich bin jetzt ja so ein Neuling in Homophobie, also es hat mich jetzt nicht mein Leben lang begleitet und ich war echt baff. Also, dass dann plötzlich Briefe kommen, so du hast Satan in die Kirche gelassen und wir kennen deinen Namen, dafür wirst du büßen, hatte ich so nicht erwartet. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht. Ich meine, wir haben dann einen Polizeischutz für den Gottesdienst beantragt, den wir auch super nett sofort zugesprochen kriegten. Also nach dem Motto, klar, wir kommen, wir patrouillieren und wir passen auf, dass ihr da ungestört feiern könnt. Und ich meine, was mich da am meisten berührt hat, war eigentlich ein junger Mann, der da wirklich strahlend saß und dann kam man, also mit seinem Freund, und dann kam er nachher und sagte, wisst ihr, das war jetzt das erste Mal, dass meine Mutter mich nach meinem Outing wieder angerufen hat. Also unsere Familie war zerbrochen nach meinem Outing. Und plötzlich rief meine Mutter an und sagte, hey, da hat ein Pfarrer eingeladen zu einem Gottesdienst für dich und deinen Freund. Da könntest du doch mal wieder hingehen. Und er sagt, das war für mich wirklich so, das hat unsere Familie wieder ein Stück weit heil gemacht. Also ich glaube, das Wort Heilung kam in ganz vielen von den Zuschriften. Also es kamen einerseits diese Hassgeschichten und andererseits wahnsinnig positive Rückmeldungen. So nach dem Motto, Mensch, ist das heilsam, dass ein Pfarrer, in diesem Fall Wolfgang, uns hier einlädt. Und das ist, glaube ich, das, was ich der katholischen Kirche auch vorwerfe. Weil ganz oft gilt das Wort des Pfarrers noch, gerade für ältere Leute.
die da, also ich glaube bei den jungen Leuten, ich meine, wir hatten vorher das Thema Sexualmoral, ich wüsste nicht, welcher junge Mensch das ernst nimmt, dass man sagt, hier keine Kondome, keine Empfängnisverhütung und Sex nur, um ein Kind zu zeugen. Also ich glaube, da kann man lang suchen, um das zu finden noch. Irgendjemand, der das noch ernst nimmt. Aber, ich kümmere mich kurz im Publikum um. Ich habe niemanden zu melden, ich sehe es in den Gesichtern schon, alles gut. Also ich meine, es ist alles so unfassbar weltfremd, genauso wie der Ausschluss von Homosexuellen in einer Welt, in der es selbstverständlich sein sollte, aber nicht ist und für viele auch nicht ist, weil die Institution, die eigentlich irgendwie das moralische Rückgrat sein könnte, so weltfremde Dinge verkündet, dass man sich dem überhaupt nicht mehr hingeben kann irgendwo, dass man das nicht mehr wahrnehmen kann oder nicht mehr für ernst nehmen kann. Und das fände ich so schön, wenn sich da mehr Pfarrer mal hinstellen würden und sagen würden, selbstverständlich ist es komplett wurscht. Ich meine, Gott hat diese Menschen so geschaffen. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand aussucht, homosexuell zu sein. Also erst recht nicht nach den Erfahrungen so mal reingeschmeckt Homophobie. Also hallo, ich muss mir überlegen, in welche Urlaubsländer ich reisen kann, ob ich vielleicht irgendwo bin, wo noch die Todesstrafe auf meine Lebensform steht. Ich muss überlegen, ob ich Hand in Hand über die Straße gehen kann, ohne angepöbelt zu werden. Also das ist doch nichts, was irgendjemand mutwillig machen will. Also wenn mir das Gott nicht mitgegeben hat, diese Art zu fühlen, dann würde ich das, glaube ich, nicht machen. Da kommt kein Vorteil draus. Und deswegen dann zu unterstellen, ja, Gott hat das alles nicht so gewollt, die haben das falsch verstanden. Das ist so ähnlich wie mit der Frauenberufung. Die haben das, glaube ich, auch alle falsch verstanden. Aber dann weiß ich nicht, was für ein Gottesbild die Menschen haben, die das postulieren. Wenn man sich das so anhört, Herr Rothe, deckt sich das mit dem, wenn jetzt queere Menschen zu Ihnen kommen, eben als Priester, was sind denn die Anliegen, die Gedanken, die Sorgen, mit denen die konkret zu Ihnen kommen? Was ist da vielleicht auch der Wunsch dann wiederum ja eigentlich an die Kirche? Man sollte das ja eher positiv aufnehmen, dass hier, ich sag mal, Potenzial besteht. Hier sitzt ein möglicher Priester, der das nicht machen kann. Konnte. Mit welchen Worten, Gedanken kommen die denn? Was wäre denn da so die Erwartungshaltung? Was hören Sie da so? Für mich war zunächst mal auch die Erfahrung sehr interessant, dass erst seit ich in der Öffentlichkeit für diese Themen stehe, Menschen überhaupt zu mir kommen. Dass ich als Geistlicher für queere Menschen eine Ansprechperson bin und sein sollte, das ist mein Auftrag, das ist mein Beruf. Das ist erst der Fall, seit dieses Thema in der Öffentlichkeit ist. Das heißt, Kirche an sich hat queere Menschen mittlerweile so vergrault, dass sie kein Ansprechpartner mehr ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch ein überwiegender Teil der katholischen Geistlichen überhaupt keinen Kontakt zu queeren Menschen haben, überhaupt keinen Einblick haben in queeres Leben, weil kein Kontakt besteht, weil Kirche sich so in der Öffentlichkeit präsentiert, dass von vornherein eine Riesenmauer besteht zwischen der Kirche und queerem Dasein. Und damit verrät die Kirche ihren Grundauftrag. Denn genau dafür sollte sie da sein. Das hat Jesus ihr ins Stammbuch geschrieben. Das hat Jesus vorgelebt. Und wenn die Kirche so weitermacht, dann hat sie in meinen Augen jede Existenzberechtigung verloren. Denn für diese Menschen, die ja auch zum Teil mit großen Nöten kommen, wir haben im Zuge der Initiative Out in Church ja gemerkt, wie viel Leid dahinter steckt, wie viel zerstörte Lebensentwürfe, wie viel Angst dahinter steckt. Solange diese Mauer besteht, braucht man die Kirche nicht. Deswegen ist es allerhöchste Zeit, diese Mauern einzureißen. Und ich bin übrigens Ihnen, Herr Körber, sehr dankbar, dass Sie dieses Thema aufgreifen, dass Sie es in die Politik hineintragen, dass Sie es an einen solch prominenten Ort wie diesen hier tragen. Denn alleine schaffen wir es nicht in der Kirche. In der Kirche sind nach wie vor die Kräfte, die auf Beharrung drängen, die Stärkeren. Sie sitzen am längeren
Arm, die haben den längeren Arm. Die müssen das ganze Thema nur aussitzen. Wir brauchen die Unterstützung der Politik und aller gesellschaftlichen Kräfte, um dafür zu sorgen, dass die Kirche nicht eine Nische für Hass und Hetze gegen queere Menschen bleibt. Vielen Dank, Herr Rothe. Den Punkt nehme ich gerne da noch mit auf. Wir können auch mal gerne ja konstruktiv überlegen, was kann Politik konkret tun. Also wir können Bühnen bereitstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, hier im Bayerischen Landtag, in einem, in dem prominentesten politischen Gebäude, wenn Sie so wollen, auch wenn man in Bayern ja immer denken könnte, es wäre die Staatskanzlei. Aber das ist schon noch hier der Landtag. Keine Sorge, darauf legen wir schon noch Wert. Aber den Punkt nehmen wir, glaube ich, gleich nochmal gesondert auch mit auf. Mit welchen Hoffnungen ist man denn als junger Katholik jetzt, das ist die Rolle auch des jungen Katholiken, lieber Henry Fröhmicher, mit welcher Hoffnung bist du denn da an die Kirche eigentlich, an deine Kirche mal herangetreten? Gerade für einen jungen queeren Menschen. Also welche Hoffnung hatte ich? Also es war ja schon so durch das, dass ich immer diese Begeisterung für Kirche, für Glaube in mir verspürt habe, wollte ich eben ja auch gerade meinen gleichaltrigen Freunden, Bekannten und eben auch queeren Mitmenschen zeigen, Glaube kann auch cool sein, Glaube kann Spaß machen. Wenn ich bedenke, was wir bei uns in der Kirchengemeinde alles für Events hatten, was wir für Gottesdienste hatten, unser Pfarrer hat es immer geschafft oder hat uns vermittelt, es ist wichtig, Gemeinschaft. Gemeinschaft, das steht an erster Stelle. Spaß am Glaube zu haben, Freude am Glauben zu haben und diesen Glauben einfach feiern. Diesen Jesus zu feiern und diese Botschaft, die er uns vermacht hat, in die Welt rauszutragen. Und das ist ja dieses Zentrale, wenn ich jetzt sage, oder wenn wir das Evangelium anschauen, die Frohbotschaft Jesu Christi, und ich müsste jetzt ein Wort sagen oder mit nur einem Wort diese ganzen Texte zusammenfassen, was wäre das? Was wäre dieses eine Wort? Es wäre Liebe. Ja? Und wenn ich als junger Mensch mich frage, bin ich richtig so, wie ich bin? Was stimmt mit mir nicht? Bin ich es eigentlich wert, hier auf der Welt zu sein? Und wenn ich diese Liebe, also von meiner Mama oder auch jetzt von der Gemeinschaft, von Gott in meinem Glauben nicht gespürt hätte, dann wäre ich vielleicht auch als Mensch nicht mehr da. Weil einfach diese Gemeinschaft mir persönlich so viel Kraft gegeben hat, dass ich das einfach, so wie ich es vorher auch schon gesagt habe, weitertragen möchte. Und das ist diese Hoffnung, die ich hatte, beziehungsweise auch noch habe, dass wir es schaffen müssen, als Gemeinschaft diese Botschaft in die Welt rauszutragen. Weil es ist wurscht egal, wen oder was ich liebe. Es kommt auf eines an. Jesus hat sich auch an den Tisch gesetzt. Der hat mit dem Zachäus hat er gegessen. Der ist mit den Zöllner, mit den Schwerverbrechern und so weiter. Der hat sich zu diesen Menschen hat er sich hingesetzt an einen Tisch und hat gesagt, komm, ich komme jetzt heute Abend in dein Haus. Und wir setzen uns jetzt einmal zusammen und essen. Und jetzt sagst du mal, was los ist. Also wirklich auf Augenhöhe. Und dann ist er zu denen in der Gesellschaft, die hinter alle sagt, warum geht er da hin? Was will der mit dem? Und da kommt es einfach auf den Menschen an, auf das Ich und auf das Du. Und es gibt dieses Wir. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir es vielleicht oder dass wir es hinbekommen, dass der Mensch zählt. Einfach der Mensch. Und sonst, es wurscht egal ist, ob ich jetzt einen Mann liebe oder also Mann, Frau, Frau, wie auch immer, welche Identität oder sonstige Orientierung ich habe. Ich würde jetzt gerne mal den Gedanken von Herrn Rothe aufgreifen. Wir haben hier, wenn ich jetzt hier so an den ein paar Meter weiter, ist der Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Wir haben dort als eben, ja, ist in dem Fall halt Oppositionsfraktionen, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP schon immer wieder auch Anträge eingebracht, um so diese eben politischen, gesellschaftlichen Themen einzubringen, die bis auf der Bundesebene lösen konnten, halt leider noch nicht alles, was im Landesrecht dann als Landesgesetzgeber umzusetzen wäre. Aber dafür kämpfen wir selbstverständlich weiterhin. Was ist denn jetzt von Ihnen Vieren die konkrete Erwartungshaltung, was Politik dazu beitragen kann? Jetzt nicht so allgemeine gesellschaftliche Debatte, sondern wirklich auch innerhalb dem Bereich der Kirche. Was müssten wir da vielleicht gesetzgeberisch ändern, andere Konstellationen herbeiführen? Kirche-Staat ist ja immer noch verflochten, wenn man so möchte, muss man auch klar benennen.
können und dürfen. Was sind da die konkreten Ansätze oder einfach Ideen? Erstmal sammeln wir, würde ich vorschlagen, gerne, die da Politik leisten müsste. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Herr Rothe? Ich glaube, wir brauchen in diesem Bereich einen kompletten Kulturwandel. Es ist nach wie vor so und keineswegs nur in Bayern, dass die Kirche Sonderrechte beansprucht, die ihr gar nicht zustehen, dass die Kirche staatlicherseits geschont wird. Man hat es im Zuge des Missbrauchsskandals immer wieder festgestellt. Man hat es auch im Münchner Missbrauchsgutachten explizit ausformuliert gefunden, dass die Staatsanwaltschaften dann, wenn sie hätten handeln können und müssen, nicht gehandelt haben, weil das gegenüber die Kirche war. Die Kirche darf sich nicht in der Sicherheit wähnen, dass Politik und Recht ihnen einen Freiraum lassen, der ihr in einer demokratischen Gesellschaft nicht zusteht. Sie muss sich den gleichen Gesetzen, den gleichen Regeln unterwerfen wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ich würde es, wie gesagt, mal als Kulturwandel beschreiben, denn auf rechtlicher und auf politischer Ebene ist die Lage ziemlich klar. Nur in der Praxis wird das nicht umgesetzt oder noch nicht. Es ist etwas in Bewegung mittlerweile und ich erhoffe mir und erwarte mir, dass da auch noch ganz viel passiert. Das ist ein klarer Handlungsauftrag, der jetzt an die praktische Anwendung insbesondere geht. Ich möchte für mich feststellen, als ich die ersten Auszüge der Gutachten gelesen habe, ich habe zweimal darüber geschlafen, habe mir auch das Wochenende noch Zeit gegeben und danach habe ich dann meinen Kirchenaustrittstermin vereinbart, weil das war für mich dann auch in der Anwendung von Recht und wenn ich dann da philosophische Ausschweifungen von Kirchenrecht und Interpretationen, wie man jetzt was wie macht und schützt mit Rechtsgrundlagen, die in einem Rechtsstaat eigentlich gar nicht da sein sollten, das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht mal die Amtskirche, die ich finanziell mittragen möchte und persönlich. Wer hat noch Ansätze? Also ich finde es jetzt als selbst wiederverheiratet Geschiedene so krass, dass die Kirche, also man sagt ja immer so, Mai hier Tradition und wir müssen das ja irgendwie weitertragen. Wenn ich dann sehe, also ich meine genau dieselbe Forderung wie Wolfgang, definitiv, also Mensch, wir fordern, was gängiges Menschenrecht ist. Also ich finde, man sollte nochmal den Vatikan dringend auffordern, dass die vielleicht doch auch die Menschenrechtsdeklaration mal unterschreiben müssten, was sie bis heute nicht getan haben. Also das könnte schon mal verhältnismäßig viel verändern, weil dann wäre Gleichberechtigung von Frauen und Gleichberechtigung von Homosexuellen zweifelsohne da irgendwie mit drin. Und also als wieder verheiratet Geschiedene musste ich mich leider mit dem Scheidungsrecht ein bisschen befassen. Und ich muss sagen, seit 2008 ist in unserer Gesellschaft eine geschiedene Frau komplett für sich selbst finanziell verantwortlich. Also mit dem dritten Geburtstag des Kindes gibt es keinen Ehegattenunterhalt mehr. Und im Normalfall wäre das jetzt ja die Frau, die dann betreut heutzutage und der Mann, der früher noch gezahlt hat, der heute keinen Pfennig mehr zahlt. Und da muss ich sagen, wenn da eine Institution im Prinzip noch diese Rolle der Mater Familias hochhält, so die gute Frau zieht die Kinder groß und macht vielleicht ein bisschen was ehrenamtlich, dann ist das also mal mindestens grob fahrlässig, weil da einfach Lebensentwürfe zerstört werden von. Und da vielleicht auch noch aggressiver informieren. Also ich merke, wie viele Frauen das gar nicht wissen. Also mir ist dann nach meiner Scheidung haben viele Frauen mir gesagt, Mensch, dass du dir das leisten kannst, du Glückliche, ich muss bleiben. Und ich meine, es gibt wirklich Ehen, die so toxisch sind, dass man sich einfach nur wünschen würde, dass Leute da raus können. Und viele haben finanziell nicht die Möglichkeiten. Und da, ich meine, die meisten jungen Frauen haben zum Glück mittlerweile einen Job, aber da auch ganz klar dieses Postulat der katholischen Kirche hier, aber als Frau ist doch auch ganz nett, wenn du eher so die Dienende bist, da muss man echt auf den Tisch hauen und muss sagen, nein, geht einfach nicht mehr. Also nicht mehr mit dem neuen Scheidungsrecht. Ja, also ergänzend, was jetzt Adolf Rothefa schon mal angesprochen hat, wenn man jetzt so schaut, okay, wie kann auch Gesellschaft, wie kann Politik
dazu beitragen, dass sich auch in der katholischen Kirche, die ja doch sowohl in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in anderen europäischen, also nicht nur in Europa, sondern weltweit sehr viel Einfluss macht, auch heute noch in politische Geschehen hat, muss man erst mal sagen, okay, im Hinblick auf das Thema sexueller Missbrauch, der Heilige Stuhl bzw. die Kirche ist eine Wahlmonarchie. Das heißt, der Heilige Vater, der Papst, vereinigt Judikative, Legislative und Exekutive in einer Person. Und genau. Und da ist es einfach so, wenn ich in einer Person drei Körperschaften in mir vereine, dann kann überhaupt nichts herz gehen, weil dann drehe ich mich ja selber nur im Kreis. Ich komme von mir selber aus nicht raus, ein Problem anzugreifen. Und deswegen würde ich dringend, so wie auch das in der Öffentlichkeit jetzt ja auch in der Vergangenheit ja stark kommuniziert wurde, muss einfach im Hinblick darauf einfach der Staat eingreifen. Zum anderen, wo man vielleicht Ansätze finden könnte, wie man auch Druck auf die Kirche ausüben kann. Ich persönlich bin jetzt ja dann auch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens hier im Erzbistum München und Freising dann aus der Kirche schweren Herzens ausgetreten, weil ich einfach gesagt habe, ich kann meinen Glauben, also ich muss meine Gottesbeziehung, meinen persönlichen Glauben schützen, weil mir einfach diese Mitgliedschaft in der Kirche, weil mich das krank gemacht hat, mich hat es fertig gemacht. Und ich habe gesagt, ich kann meine Überzeugungen mit meiner Mitgliedschaft nicht mehr in Einklang bringen, und habe gesagt, ich muss mich loslösen. Und jetzt ist es ja wie in allem, auch sonst, wenn man schaut in der politischen Landschaft so, wenn es Geld knapp wird, dann bewegt sich vielleicht irgendwann mal was, weil Geld regiert die Welt. Und so hätte ich vielleicht auch eine Hoffnung zu sagen, okay, wenn die Kirchensteuer einfach immer knapp wird, also wenn die flüssigen Mittel der Kirche, wenn es da trockener wird und ins Bremsen kommt, wenn man da einfach mal ein Signal und ein Zeichen setzen kann, so, wir finanzieren euch nicht mehr weiter, dass man so vielleicht auch einen Druck ausüben kann, zu sagen, okay, man muss das Ruder rumreißen. Also das wären von mir aus jetzt mal so Gedanken, keine Ahnung, da kann man noch viel weiter reingehen. Ich kenne mich ja auch so gut aus. Aber für mich als Laie und als erst 22-Jähriger wären das vielleicht so Dinge, wo man sagen kann, da könnte man mal ansetzen. Noch Anmerkungen? Also ich finde auf jeden Fall ist Trennung Kirche-Staat total wichtig. Und immer wenn ich auf der Tagung in Bad Boll bin und so höre, dass in anderen Bundesländern von Kindergarten an ganz andere Erziehung ist, also dass man da schon über lesbisch sein, schwul sein, dass da ganz anders Regenbogenfamilien und so weiter, diese ganzen Themen. Also da hat ja bei uns, ist ja so, dass viele kirchlichen Einrichtungen werden ja quasi offiziell von der Kirche gemacht, aber das meiste Geld zahlt ja eigentlich der Staat. Das wissen die Menschen ja oft nicht. Und da müsste auch mehr Druck ausgeübt werden, sodass eigentlich, also allein schon, wenn ein Kind jetzt in den Kindergarten geht und hat als Jungenrock an, ja, da gibt es schon mal Probleme. Meinem Enkel geht es manchmal. Also der ist mit der Sonnenblume in die Schule gegangen, im Haar oder so wie ein Mädchen. Also so, das sind einfach so Dinge, da wird einfach schon von den Kindern und auch von den Erzieherinnen nicht darauf geachtet, dass es Vielfalt gibt und dass die wichtig ist. Und da denke ich, da müsste mehr Druck ausgeübt werden. Und auch das im Medienrat und im Rundfunkrat, dass da keine, der LSVD oder dass da die Lesben und Schwulen und so nicht vertreten sind. Also wir haben von der AG Katholische Frauen Bayerns, die ist extra nur gegründet worden, damit die katholischen Frauen da jemand reinschicken können. Und warum gilt es jetzt nicht für alle Gruppierungen? Also warum kommen jetzt wir queeren Menschen da nicht vor im Medien- und im Rundfunkrat? Also das finde ich einfach Diskriminierung. Und da gibt es doch noch einiges, was man da tun kann. Es gibt ja auch eine gute Petition dazu, soweit ich weiß. Herr Rothe. Ich habe sehr viel Verständnis für jede und jeden, die oder der sagt, ich trete aus der Kirche aus, weil ich das nicht mehr mitfinanzieren möchte. Ich bin allerdings einigermaßen skeptisch, was die Hoffnung angeht, dass die schwindenden Mittel der Kirche zu einem Sinneswandel führen, weil nämlich bestimmte Kreise in der Kirche, die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist, darauf setzen, dass die Kirche schrumpft. Die sind froh, uns los zu sein. Ich bekomme jeden Tag E-Mails und Kommentare in den sozialen Medien. Tritt doch endlich aus. Wir wollen dich nicht mehr.
Es gibt Gruppen in der Kirche, die sind einerseits darauf bedacht, dass sich nichts ändert, dass die Sexualmoral so bleibt, wie sie ist. Und genau diese Gruppen sind sehr spendenfreudig. Das heißt, es wird nicht gelingen, die Kirche auszutrocknen auf finanzieller Ebene, weil diese Gruppen genau darauf setzen. Ich setze persönlich mehr auf die juristische Schiene, dass irgendwann staatliche Gerichte der Kirche sagen, ihr dürft so nicht mehr weitermachen, weil es staatlichen Gesetzen und den Menschenrechten widerspricht. Ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass der Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe irgendwann mal vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg entschieden wird. Und ich hoffe darauf. Ich glaube, viele Menschen, so wie ich selbst, hadern da ja auch sehr damit, aus der Kirche dann auszutreten und zu sagen, so, jetzt hat man weniger Geld, kann ich voll nachvollziehen. Wir sehen ja auch in vielen ehrenamtlichen Einsatz in Kirchengemeinden vor Ort, was da auch für eine klasse, wertvolle und tolle Arbeit ja auch geleistet wird. Das ist aber meistens das ehrenamtliche Engagement. Wenn ich da meine eigene Mutter denke, wie viele Stunden die da jede Woche in der Kirche ehrenamtlich Zeit verbringt. Und das fühlt man ja immer so, das möchte man ja auch nicht schmälern. Und wir sitzen ja auch hier, ich sehe hier 5 Personen auf diesem Podium, die ja eigentlich möchten, dass sich im Positiven etwas ändert. Und jetzt mal so, würde es ja eher so bezeichnen wollen, dass die Kirche sich zu ihrer Vielfalt bekennt und auch die Potenziale hebt. Ich sehe hier einen zukünftigen Priester eigentlich sitzen. Wäre man ja bescheuert, wenn man die Potenziale nicht heben würde. Dazu müssen wir jetzt halt noch ein bisschen dran arbeiten. Dann kriegen wir das vielleicht ja noch hin. Ich möchte jetzt kurz einen dritten Themenkreis noch eröffnen, der einfach umschrieben sein soll. Mich würde von jedem von Ihnen mal kurz interessieren, was bedeutet es denn in der queeren Community, jetzt umgekehrt gefragt, katholisch zu sein? Fangen wir mal mit dem Jüngsten an, Henry Frömmichen. Wird man da blöd angeguckt dann umgekehrt? Ja, also oder? Ich muss ja sagen, ich bin ja offiziell nicht mehr katholisch, im Herzen natürlich. Also ich gehe auch nach wie vor noch in Gottesdienst, beziehungsweise habe einfach so meine Grundhaltung auch durch meinen Austritt natürlich nicht verloren, ganz im Gegenteil. Natürlich, also ich habe Bekannten, Freunde, mit denen ich, wenn es dann danach ist, wenn man dann über dieses Thema spricht, zu mir sage jetzt, Henry, hör doch jetzt endlich einmal mit diesem Thema auf. Das ist doch jetzt alles abgefahren. Dann sage ich, ja, schon, aber man merkt einfach, es ist eine Herzensangelegenheit, es beschäftigt einen natürlich weiterhin. Es sind... Also wenn ich bedenke, fast mein ganzes Leben ist Kirche, dieser Wunsch, Priester zu werden und so weiter, das war mein Ding, das legst du nicht einfach so ab. Und natürlich sind da viele Hoffnungen drin und natürlich sind auch sehr viele Verletzungen und sehr viele Wunden einfach vorhanden, wo ich jetzt gemerkt habe, so mit diesem Austritt, also für mich wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Zäsur gemacht, einen Schnitt, ich komme da damit klar. Ich muss ganz ehrlich auch gestehen, jetzt im Hinblick auf die heutige Veranstaltung jetzt, wo ich dann so gemerkt habe, oh hoppla, ich habe ja am Samstag hier diese Podiumsdiskussion, sind wieder so ein paar wieder Erinnerungen oder so ein paar Gedanken sind wieder hochgekommen, wo ich dann merke, okay, das ganze Thema ist doch noch nicht so abgehakt oder verarbeitet. Es wabert, es brodelt nach wie vor noch. Aber es ist wirklich so, Pfarrer Rothe hat es vorher angesprochen, die Kirche hat einfach größtenteils die queeren Menschen verloren. Es ist einfach so. Wenn wir jetzt die Initiative Out in Church und so weiter, wenn wir uns das alles anschauen, es gibt natürlich Menschen, die leidenschaftlich in der Kirche sind, die ihre Kirche lieben, die ihr ganzes Herzblut reinstecken. Und da merke ich auch, wie existenziell wichtig das einfach für einen ist und was das mit einem macht. Aber großteils bei vielen ist es einfach in Resignation übergegangen und haben gesagt, das hat man schon so oft durchgekaut, dieses Thema, und es ändert sich einfach nichts. Und viele haben da einfach dann doch aufgegeben. Und sagen wir mal, ich bin jetzt vielleicht so im Standby-Modus, wenn man das jetzt so will. Also wenn sich irgendwas ändert, also ich glaube, ich wäre der Erste, der schreit, so hier bin ich wieder. Ja? Aber ich habe jetzt gesagt, ich muss mir das jetzt wirklich mal aus einem gewissen Abstand alles anschauen und dann gucken, wie es weitergeht. Aber natürlich immer sehr interessiert,
am Ball bleiben und das dann doch auch aus einer gewissen Entfernung einfach dann interessiert dann weiter beobachten. Das Schöne am Standby-Modus ist, das kann man ja wieder aktivieren. Manchmal dauert es etwas länger, aber da sitzen wir zusammen. Wie ist denn Ihre Sicht, liebe Frau Löffler? Also ich muss sagen, dass die jüngeren Menschen, die haben zum Beispiel gemeint, du bist ja eine queere kirchliche Influencerin. Das fand ich einen sehr interessanten Ausdruck. Also ich das ist von jungen Menschen eine hohe Wertschätzung. Ja, gell? Influencer ist ja positiv. Also ich habe festgestellt, dass so die Jüngeren nicht so viele Verletzungen haben wie so die Lesben in meinem Alter. Also ich bin in der Zeit, wo ich noch nicht aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten war, oft gefragt worden, Irene, wie hältst du das aus? Oder wie kannst du überhaupt in so einer Institution, an so einer Position arbeiten? Und ich habe halt immer gesagt, was ich verkünden will, ist eine liebenswerte Gottheit. Ich will, dass die Menschen spüren, Gott liebt sie so, wie sie sind. Und ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben, ich will das eigentlich bis zur Rente durchhalten. Dass die mich rausgemobbt haben, das war natürlich nicht vorauszusehen. Aber ich habe einfach auch das Gefühl gehabt, ich kann als Frauenseelsorgerin in Bayern, zumindest wo Prälat Obermeier noch mein Chef war, ganz viel frei machen und für die Frauen was tun. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich konnte in Gemeinden gehen, ich konnte Vorträge halten, ich konnte Frauen ermutigen. Also das hat mir einfach ganz viel Freude gemacht. Und deshalb bin ich nicht freiwillig gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, es gibt mir bei allen Einschränkungen, gibt es mir Möglichkeiten zu zeigen, Gott ist ein liebender Gott und liebt alle. Aber viele, viele Lesben, gerade welche, die so, ich würde sagen, zwischen 50 und 70 sind, sind unglaublich verletzt von der Kirche, von der römisch-katholischen und wollen davon nichts mehr hören. Also die wollen einfach nur noch ihre Ruhe haben. Die sind gar nicht mehr so sehr aggressiv, sondern sie wollen einfach mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Das klingt eigentlich, wenn wir uns das so anhören, nach noch mehr Potenzial, Standby-Modus von Jüngeren und auch von Menschen, die man dauerhaft vergrault hat, wo eigentlich noch mehr Potenzial da ist für eine vielfältige Kirche. Herr Rothe, wie ist es aus Ihrer Sicht, in der queeren Community katholisch zu sein? War das für Sie schon mal irgendwo ein Thema oder gibt es da eine Begegnung, wo Sie sagen, oder war das aber kritisch? Oder? Es ist, glaube ich, mittlerweile schwieriger, sich in der queeren Community als katholisch zu outen, als umgekehrt. Also als Katholik queer, als queer zu outen. Denn die katholische Kirche hat sich aus der queeren Community so weit herausgekickt mittlerweile, beziehungsweise sie wurde herausgekickt, weil sie einfach die Regeln, die für alle gelten, nicht mitträgt. Insofern erlebe ich das auch immer wieder, dass man mir als jemandem, der ja immer noch Vertreter dieser Kirche ist, der für diese Kirche steht, von Seiten der queeren Community auch sehr viel Misstrauen entgegengebracht wird. Misstrauen bis hin zur Ablehnung. Und ich habe volles Verständnis dafür. Denn es zeigt, wie die Situation nur einmal ist. Ändern kann ich nur insofern etwas daran, als ich von meiner Seite aus versuchen möchte zu sagen, es gibt nicht die Kirche. Es gibt auch Maria 2.0. Es gibt für eine vielfältige Bewegung innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinden, die das ganz anders sehen. Wir haben es ja, Sie haben es, glaube ich, vorhin gesagt, dass die Menschen das ja überhaupt nicht mehr leben, dass das überhaupt nicht mehr mit der Lebenswirklichkeit der Menschen übereinstimmt, was die Kirche lehrt. Insofern, denke ich mal, wird sich das Problem auch irgendwann vielleicht ganz von selbst lösen, weil dieses Gegenüber einfach gar nicht mehr wahrgenommen wird. Sie haben es auch gesagt, Kirche ist einfach kein Player mehr in der queeren Community. Sie hat sich verabschiedet. Frau Richthofer, haben Sie da auch Erfahrungen? Ich meine, das ist ja geschieden, wieder verheiratet, ist ja auch schon quasi draußen, gleiches Team, oder? Es ist quasi queer, so ein bisschen, oder? Queer 2.0. Genau, queer 2.0.
Also wie gesagt, ja, queere Community kenne ich jetzt selbst weniger. Ich fand es jetzt sehr, sehr spannend. Wir hatten jetzt die Diskussion um den Segensgottesdienst in München, der eigentlich letztes Wochenende hätte stattfinden sollen, was uns nicht gelang. Und dann gab es eine interessante Diskussion innerhalb, auch gerade mit der queeren Community zum Beispiel hier, die ja sehr lebendig ist, die jetzt hier gerade eine große Feier mit Kardinal Marx gefeiert hat, Bischof Marx, sorry. Und also es war toll, wie lebendig das ist, aber selbst da hieß es, ach nee, lieber nicht bei uns. Da wurde mir klar, wie krass die Diskussionen auch sind, also diese Angst, dann auch irgendwie in so ein Reservat gesperrt zu werden. Also so dieses, ihr kriegt so die Brosamen, ihr dürft doch hin und wieder mal einen Segensgottesdienst machen. Da gibt es ein paar mutige Pfarrer, die das machen und die sich soweit jetzt schon vorgewagt haben, dass sie schon keine Angst mehr haben, rausgeschmissen zu werden oder die auch so viel Medienpräsenz haben, dass sie da irgendwie den Schutz der Öffentlichkeit haben. Aber dass man sagt, eigentlich müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht zu viele Reservate innerhalb der katholischen Kirche schaffen, wo man dann sagt, ja komm, das muss doch reichen. Also mal so ein Gottesdienst hier und mal ein bisschen Outing da. Und das ist toll, aber eigentlich reicht das alles nicht. Und insofern, wir haben vielleicht in Maria 2.0 eher das Problem, dass ganz viele sagen, also jetzt gerade auch die beiden Gründerinnen, die ja ausgetreten sind, Andrea Voss-Frick und Lisa Kötter, dass da eher die Diskussion ist, wir fordern doch eigentlich viel zu wenig. Eigentlich müssten wir das ganze Priestertum abschaffen. Eigentlich ist jeder von uns Priester. Und eigentlich müssten wir uns wieder darauf berufen, jeder Getaufte hat irgendwie einen Sendungsauftrag, ganz egal, ob Mann, Frau, queer, hetero. Und also das ist bei uns eher so diese Diskussion, wo wir merken, dass wir an Grenzen stoßen, dass die sagen, wie du forderst immer noch hier da deine 7 Thesen, die wir hier ja mal angeschlagen hatten. Wir müssten doch eigentlich viel mehr fordern. Und das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, dass wir da die Diskussion haben, fordern wir genug? Und dann sagen wir wieder, na gut, jetzt von der katholischen Kirche ihre Abschaffung zu fordern, ist... Also es könnte so schon schwierig werden, was wir fordern, aber da müssen wir dann echt ganz langen Atem haben. Also versuchen wir es mal mit den 7 Thesen im Moment. Sei nicht die perfekte Überleitung jetzt zu unserem letzten Themenblock noch kurz und dann kommen wir zur, die eine oder andere Frage hat sich vielleicht ja auch schon angesammelt. Wir möchten das ja positiv auch nach vorne sehen. Wir haben jetzt ja auch gehört und gesammelt und ich habe mir alles mitgeschrieben, was die Politik jetzt vielleicht oder wo man genauer hingucken muss und was da umzusetzen wäre. Ich würde noch mal gerne über diese Reformprozesse, die ja doch als zarte Pflänzchen und bewundere da jeden, der das ja auch macht, alle 4 hier auf dem Podium, sehr dafür. Wir haben jetzt noch nicht so über den synodalen Weg vielleicht gesprochen, Herr Rothe. Gibt es da eigentlich auch einen Austausch? Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, so mit den ganz konservativen Kirchenvertretern oder was ist das vielleicht auch mal in 2 Sätzen, weil vielleicht nicht jeder genau weiß, um was es da geht. Der synodale Weg. Ja, der synodale Weg ist ein Reformprozess, der in der Folge des Missbrauchsskandals von der katholischen Kirche in Deutschland in die Wege geleitet wurde. Es ist ein Gesprächsforum, das die Absicht hat, verbindliche Beschlüsse zu fassen, die am Ende Reformen in der Kirche umsetzen, soweit das im Rahmen des geltenden Kirchenrechts möglich ist. Und damit haben wir natürlich schon eine ganz, ganz große Einschränkung auf dem Tisch. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich persönlich sehr skeptisch bin, was den synodalen Weg anbelangt, weil der synodale Weg keine kirchenrechtliche Existenzberechtigung hat. Er ist im Grunde eine kirchenrechtliche Luftnummer. Er hat den Anspruch, Reformen umzusetzen, die eigentlich nicht in seine Kompetenz fallen. Die Kirche ist ja keine Demokratie. Der synodale Weg ist kein Parlament. Der ist auch nicht auf demokratischem Weg zustande gekommen. Was passiert am Ende mit den Beschlüssen? Das Einzige, was dabei herauskommen kann, dass einzelne Bischöfe eine Selbstverpflichtung eingehen, die sich aber auch weitgehend im Rahmen des geltenden Kirchenrechts bewegen wird. Insofern bin ich sehr skeptisch. Trotzdem bin ich zugleich auch hoffnungsvoll, weil der synodale Weg dazu beiträgt, die Gesprächskultur in der Kirche zu ändern.
Es werden auf einmal Themen diskutiert, und zwar nicht nur in irgendwelchen Randgruppen, sondern auch von Bischöfen. Die müssen sich das anhören, die sitzen da. Und auf einmal werden auch Begriffe von Bischöfen verwendet, die sie vor 10 Jahren noch nicht verwendet hätten. Vor 10 Jahren hätten sie keinen Bischof schwul oder lesbisch sagen hören. Das hat sich mittlerweile geändert. Und auch Papst Franziskus hat durch bestimmte Aussagen zu diesen Themen die Gesprächskultur der Kirche sicherlich zum Positiven verändert. Was ich ihm ankreide, ist, dass er durch diese Aussagen immer wieder Hoffnungen weckt, die er dann nicht erfüllt. Das Erwartungshaltungsmanagement, das geht Politikern auch manchmal so. Das habe ich gelesen und gehört. Liebe Frau Löffler, was steht denn nochmal konkret hinter der Initiative Out in Church? Also ich finde es sehr, sehr mutig, dass sich Menschen geoutet haben, die in der römisch-katholischen Kirche arbeiten. Und dahinter steht eigentlich die Hoffnung, dass, wenn es viele sind, dass sich dann was ändert. Also es hat ja zum Beispiel der Bischof von Würzburg oder, also manche Bischöfe haben ja schon gesagt, dass sie das Arbeitsrecht verändern wollen, sodass niemand mehr gekündigt wird, der lesbisch oder schwul ist im Kirchendienst. Und ich hoffe halt, dass das wirklich was verändert. Also, und ich finde alle, die sich da outen, sehr, sehr mutig, weil, also ich kann jetzt nicht sagen, ob meine Kolleginnen mich rausgemobbt haben, weil ich mich im Ordinariat als Lesbe geoutet hatte, also in dem Kreis der Räte, die mich gemobbt haben, oder ob sie mich einfach so auch rausgemobbt hätten, das weiß ich einfach nicht. Aber du musst natürlich auch fürchten, dass du von den Kolleginnen und Kollegen Probleme kriegst, nicht nur von oben. Also von daher finde ich es sehr mutig. Also auch von der Seite sozusagen. Henry Frömmichen, haben queere Personen auch negative Erfahrungen in der Gesellschaft, zum Beispiel durch Segnungen oder so widerfahren, gerade vielleicht unter den Jüngeren? Also wenn ich mich jetzt daran erinnere, also ich war ja bei dem Segnungsgottesdienst im vergangenen Jahr, war ich dabei, also ich bin ja eingeladen worden, und diese Erfahrung war wirklich, na, wie soll ich sagen, es war ein sehr erhebendes Gefühl. Zum einen, wenn man einfach zurückblickt, was jetzt da hier dann, nachdem ich ja dann aus dem Seminar entlassen wurde, hier in München, was da so mit mir dann passiert ist. Also dann kam ja diese ganze Medienlawine damals auf mich zu. Ich wusste ja gar nicht, was passiert, und musste mich da auch dann zurechtfinden. Und also einerseits diese vollkommene Ablehnung eines Regens, der sagt, sie sind als Priesterseminarist nicht mehr tragbar, weil sie ein Bild mit einem Softporno-Darsteller machen. Also das war Zitat in dem persönlichen Gespräch, das sie mit mir geführt hatte. Zu sagen, okay, sie sind raus. Softporno habe ich jetzt nur noch nicht so vor Augen von dieser Dating. Weiß ich auch nicht, was sie sich darunter vorstellt. Keine Ahnung. Aber genau, also einerseits diese vollkommene Ablehnung und vor allem dann dieses Thema, ja, er muss dann einen Skandal verhindern. Also als er mich da rausgeschmissen hat, hat er gesagt, er bekommt sehr viele Nachrichten. Da ist ein Bild auf Instagram, das mich zeigt, und da bekommt er ganz viele Nachrichten davon, und das funktioniert nicht. Damit keiner jetzt einen falschen Eindruck bekommt, voll bekleidet einfach zwei Fotos von zwei Männern nebeneinander, die sich nicht mehr... Genau, die in die Kamera lächeln und sogar die Theatinerkirche im Hintergrund. Gell? Also und auf jeden Fall war es da. Und dann sagt er muss einen Skandal verhindern, ich muss weg. Gell? Und dann hat man ja wirklich versucht, mich dann so klamm und heimlich da auszuschleusen. Ich wurde ja als Schwerverbrecher dargestellt. Also du wirst ja wirklich hingestellt, du hast das Schlimmste begangen, du bist absolut, also ja, Abschaum, bist nichts mehr wert, hast hier nichts mehr zu suchen. Und dann auf der anderen Seite dann der Pfarrer Rothe, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, von wo die Einladung überhaupt kam, wo es hieß, Henry, möchtest du an diesem Gottesdienst mit teilnehmen und möchtest du dich segnen lassen? Dann auf der anderen Seite wieder in der Kirche dieses Empfangen mit offenen Armen, so wie ich es in der Regel auch kenne, aus meiner Heimat und so weiter.
angefeindet oder sonst irgendwelche negativen Erfahrungen habe ich persönlich dann nicht gemacht. Also ich habe da nur Zuspruch erhalten und einfach nur die Menschen haben sich mit mir gefreut, weil also es war wirklich, das war eigentlich so das Emotionalste, was ich eigentlich erlebt habe, dieser Segnungsgottesdienst, weil um das geht's einfach. Ein Segen ist ja nichts anderes als ein Wunsch, als eine Zusage, hey, du bist geliebt, du bist wertvoll, so wie du bist. So wie sie es auf Frau Löffler, wie sie es vorher immer wieder schon gesagt haben. Und das ist die Aufgabe, oder so, das sehe ich als Aufgabe der Kirche. Menschen, die sowieso genug an sich zweifeln, Jugendlichen, die an sich zweifeln, die denken, sie sind zu dünn, sie sind hässlich, keine Ahnung, was alles, mit was sich junge Menschen einfach heutzutage in einer Welt von Instagram und Co., wo die Selbstwertgefühle sonst wo der Bach runterlaufen, wo ich dann jemanden habe und sagt, der mich hochzieht und sagt, hey, strahl mal. Ja, und das ist mein Wunsch oder das ist das, wo ich sage, auf das kommt es eigentlich an. Ja, und ich habe gestern wieder so einen schönen Satz gelesen und der mich auch in der vergangenen Zeit begleitet hat. Jeder Mensch ist anders und darin sind aber alle gleich. Und das ist es ja auch, was uns als Gläubige weltweit ja auch verbindet. Das heißt immer, der Glaube verbindet. Unser Glaube verbindet. Und dann sage ich, das ist eigentlich das Stärkste, was wir haben. Und da kommt es nicht drauf an, was ich für eine Nase habe, wen ich liebe und sonst was. Es zählt allein der Glaube und die Begeisterung und das Feuer für die Gemeinschaft und für diese Botschaft, für diese Liebe. Und ich sage nochmal, wenn man das dann schafft und wenn sich die Kirche dann darauf konzentriert, nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen und sage, du bist scheiße, du bist blöd, dich wollen wir nicht, sondern wirklich zu sagen, hey, du hast hier einen Raum, du hast hier einen Ort, wo du einfach so sein kannst, wie du bist, das müssten wir schaffen, weil das brauchen wir in der heutigen Zeit, unbedingt. Dürfte ich nochmal kurz was sagen? Natürlich, Frau Löffler. Also, wenn wir hier von Kirche reden, Kirche ist ja nicht gleich Kirche. Also zum Beispiel, als ich in Eichstätt Theologie studiert habe, hatte ich einen schwulen Mitstudenten, der im Orden war. Und als er seinem Ordensoberen gesagt hat, ich bin schwul, hat er gesagt, naja, dass du rauchst, ist schlimmer. Also und auf jeden Fall gesundheitsschädlich. Genau. Und ich habe zum Beispiel, ich gehe gerne in bestimmte Frauenklöster, wo ich mich total daheim fühle und wo die alle wissen, dass ich Lesbe bin und was überhaupt kein Problem ist. Also es gibt auch in Kirche ganz viele Orte, wo du als schwuler Mensch, als Lesbe, du selber sein kannst, ohne dass du dich irgendwie verstellen musst. Das wollte ich mal kurz dazu sagen, damit es nicht so klingt, als ob hier nur alle rausgeschmissen würden. Ich glaube, es ist auch ganz besonders wichtig, wir sitzen ja auch alle fünf hier, um eher Hoffnung zu schüren, da auch etwas zu verändern. Wir haben da unterschiedliche Herangehensweisen, Austritt, ja, nein, etc., Engagement. Ich hätte jetzt noch vielleicht... Durfte ich ganz kurz... Frau Löffler, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, ja, dass es okay ist, dass man so ist und dass man nicht rausgeschmissen wird. Klar, hat man ja zu mir auch gesagt, ja, Herr Frömmichen, wenn das jetzt nicht so öffentlich gegangen wäre, dann wäre das ja überhaupt kein Problem gewesen, gell? Dann hätten Sie ja weitermachen können. Das Problem war ja in meinem Fall, dass einfach meine sexuelle Orientierung nach außen getragen wurde. Und das ist ja auch das, was ich ja in unserer Kirche so anprangere und was ich anklage, ist einfach diese Doppelmoral. Einfach zu sagen, ja, es liegt ja auf der Hand, man weiß es. Also wenn ich bedenke, wie viele Mitbrüder da im Seminar oder sonst wo, die auch schwul sind, wo es einfach dann keiner weiß. Man weiß es, es ist ein offenes Geheimnis, aber es wird nicht angesprochen, es wird geduldet und man spricht nicht drüber. Und das ist dieses ganz große Problem, weil wie kann ich auch wirklich dann glaubhaft auch sag mal, das Evangelium und so weiter verkünden und meinen Glauben wirklich frei und euphorisch leben, wenn ich mich Tag für Tag verstecken muss und verstellen muss. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, der aufhören muss, dieses Versteckspiel. Ja? Frau Richthofer, einmal noch an Sie jetzt. Wir haben jetzt gehört, wie wichtig es ist, auch im kirchlichen Raum ja stattfinden zu können, egal ob man jetzt queer, Frau, wieder verheiratet, vormals geschieden. Wie wichtig, glauben Sie denn, ist dieses rituelle Handeln des Segnens, insbesondere auch einer Trauung von zwei Menschen, die sich lieben?
wichtig. Also ich meine, wenn einem katholische Kirche was gibt, dann wäre es schön, gesegnet sein, nicht nur gesegnet, sondern getraut sein zu können, ganz klar. Und dass niemand sich einfach mal so scheiden lässt, dass niemand einfach mal so homosexuell sein will. Und dass es dann schade ist, wenn man dafür doppelt gestraft wird, ist gruselig. Und ich meine, dass es gibt Einzelne, die da viel tun. Ich meine, Wolfgang ist ein Pfarrer, der auch Gleichgeschlechtliche definitiv trauen wird und der schon meiner Stieftochter auch gesagt hat, also wenn du mal willst, passt, bei mir ja. Und ich finde es eigentlich so schade, dass wir diese, ja, dass es Glückssache ist, was für ein Pfarrer man erwischt. Also wir haben da zwei sehr unterschiedliche Gemeinden erlebt. Also ich war nach meiner Scheidung in unserer Kirchengemeinde absolut daheim. Ich wurde mit offenen Armen, mir kamen wirklich Leute auf den Gemeindefesten, haben mich in den Arm genommen und gesagt, Mensch, du, vielleicht weißt es gar nicht, aber mir ging es genauso, oder haben mir Geschichten erzählt oder haben gefragt, wie kann ich dir helfen, weil dir geht es jetzt bestimmt gerade nicht gut. Also so, wie man sich Gemeinde wünscht. Dann haben wir eine andere Gemeinde erlebt, die meines Mannes, wo Leute gefragt wurden, warum sie nicht die Bank gewechselt haben, als er sich mit den Kindern dazugesetzt hat. Also auch das ist katholische Kirche heute. Und in unserer Gemeinde war es ganz klar, dass ich weiterhin Lektorin sein darf und dass ich weiterhin herzlich willkommen bin im Kirchenchor und wo auch immer. Und in dessen Gemeinde wurde er dann sehr, sehr schnell aussortiert, wo wir uns fragen, ob das vielleicht auch was miteinander zu tun hat. Also die Haltung, wie steht der Pfarrer zu mir und wie steht die Gemeinde nachher zu mir? Und also deswegen auch die Forderung, dass, wenn die Pfarrer sehr offen zu den Homosexuellen in der Gemeinde stehen oder zu den Queeren, sich da bestimmt auch was tun würde. Hoffnung gibt mir, dass das international überall dasselbe Thema ist. Jetzt hatten Sie vorhin über den synodalen Weg geredet. Also wenn Sie diese Vorlagen lesen, die sind grandios. Also wenn das irgendwie durchkäme, was da jetzt im Moment drinsteht, dann sind wir fast da, wo wir nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch hätten sein können. Also ich meine, es steht ja schon wahnsinnig viel Tolles drin in Papieren. Es wird nur leider an ganz wenig Stellen gelebt. Und jetzt synodaler Weg, das ist ja, die arbeiten ja so lang, bis sie an dem Punkt sind, dass sie da ihre Zweidrittelmehrheiten auch von den Bischöfen, von den Frauen kriegen für diese Thesen. Und ich meine, leider wurde Ehe für alle gleich am Anfang aussortiert. Da wurde einmal drüber abgestimmt und dann hieß es, dafür kriegen wir nie eine Mehrheit. Damit war das draußen aus den Papieren des synodalen Wegs, leider. Aber ansonsten steht da ziemlich viel Revolutionäres noch drin. Also wenn das durchkommt, wäre das cool. Und wir hatten jetzt diese Woche wieder eine CWC-Meetung, also Catholics Women Council. Da saßen dann Frauen weltweit, die einen morgens auf den Philippinen und die anderen irgendwie nachts irgendwo in Südamerika. Und es war wieder so fantastisch, einerseits die Revoluzzer von heute zu sehen. Das sind dann irgendwie 80-jährige Nonnen. Und es ist so bunt. Also wir saßen da schon in Meetings, wo dann eine, ich glaube, 85-Jährige saß und sagte, ich habe genug Kuchen gebacken, jetzt mache ich Reform. Und sagt, okay, also es ist total süß, also total schön zu sehen, die Revoluzzer von heute kommen aus der Mitte der Kirche. Das sind wirklich nicht irgendwelche merkwürdigen Menschen. Und vielleicht hat deswegen Maria 2.0 auch eine Chance, weil wir einerseits international vernetzt sind und hören, die Philippinerinnen wollen genau dasselbe wie die Inderinnen, wie die Afrikanerinnen, wie die Südamerikanerinnen und Amerikaner, Afrikaner. Denn wir sind nicht nur Frauen, sondern da sind durchaus auch Männer dabei. Jetzt beim Catholics Women Council, gut, das sind dann mehr so Frauen. Aber wenn man sich da Wenn man so rumhört weltweit, dann sind es überall dieselben Forderungen. Und das war jetzt total schön von den Australierinnen, die gesagt haben, gut, wir hatten auch unseren synodalen Weg. Wir hatten tolle Forderungen und bis das dann irgendwie in Rom angekommen war, war es so weichgespült, dass von unseren Forderungen nichts mehr drin war. Und wir hoffen so auf euch. Also die Welt schaut auf Deutschland und hofft, dass wir das jetzt irgendwie durchkämpfen. Diese Forderungen nach einer bunten, gerechten, zeitgemäßen Kirche. Und da können wir einfach nur alle beten, die Daumen drücken, hoffen, dass wir das schaffen, das wirklich zu verwirklichen. Also mir gefällt wirklich das Bild der über 80-jährigen Nonnen, die gleichermaßen wie ein junger 22-jähriger Priesterseminarist für die gleiche Sache stehen. Also ich bin ja kein Marketingmensch, aber
Als Politiker macht man auch in gewisser Weise irgendwo mal Marketing oder muss seine Positionen darlegen. Wenn mal der Wunsch besteht, da irgendeinen viralen Videoclip zu produzieren, wo man genau solche Positionen aus der Welt verteilt darstellen möchte, bin ich gerne bereit und kündige an, die ersten 1.000 Euro aus meiner Kirchensteuer, die ich jetzt nicht mehr zahle, die kommen dann von mir. Ich glaube, da wird es viele geben, die da ihren Beitrag leisten würden, und zwar gerne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt ganz viel hier auf dem Podium bereits diskutiert mit sehr persönlichen biografischen Einblicken und Positionen. Ich möchte jetzt einmal noch kurz den Kreis gerne öffnen, die Diskussionsrunde. Haben Sie denn Fragen, Meinungen, Haltungen, Positionen aus dem Publikum heraus? Und wir haben ja auch aus dem virtuellen Raum gegebenenfalls schon welche. Ja, genau. Es gibt ein paar Reaktionen aus dem virtuellen Raum und die Fragen, die noch nicht beantwortet sind, würde ich ganz gerne ans Podium stellen. Die Frage, die bewegt, ist tatsächlich die ganzen Reformbewegungen, die wir jetzt beschrieben haben. Was ist denn Ihr Eindruck? Inwiefern wird das denn auch vom Vatikan wahrgenommen? Trägt das irgendwie über unsere Kreise hinaus? Passiert da was? Ist es ein ständiges Nachhaken? Was ist Ihr Eindruck? Also wie werden diese Reformbewegungen wahrgenommen? Das ist die erste Frage. Hat der Vatikan zur Kenntnis genommen? Also die 20.000 Karten, die wir Ihnen geschrieben haben, blieben bislang unbeantwortet. Aber wir versuchen es dahin zu tragen. Okay, und dann noch, ach so, Herr Rothe, ja gerne. Ja, das wird vom Vatikan sehr wohl wahrgenommen, mit sehr großer Sorge, auch von Bischöfen aus anderen Teilen der Welt. Es gab zum Beispiel einen Brief der polnischen Bischofskonferenz, einen Brief der Bischofskonferenz der skandinavischen Länder und einen Brief von etwa 100 Bischöfen aus der ganzen Welt, die sich an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz gewandt haben und mit großer Sorge auf Deutschland blicken und ein neues Schisma, eine neue Reformation befürchten, weil gerade in Sachen Sexualmoral die katholische Kirche in Deutschland auf Abwägen ist. Also es gibt diesen Widerstand, aber wenn man das mal auf die ganze Welt umlegt, ist er äußerst gering. Was sind 70 Bischöfe bei 4.000 in der ganzen Welt? Ich hätte laut aufgelacht, als ich gelesen habe, dass die gerade mal 70 zusammenbekommen haben. Wir haben, glaube ich, aus dem virtuellen Raum weitere Fragen. Und ich habe zwei Wortmeldungen schon hier im Publikum. Wollen wir mit denen aus dem Publikum erst weitermachen? Ja, dann war hier zuerst und hier die zweite. Sie können gerne, wenn Sie möchten, Ihren Namen sagen, müssen aber nicht. Ja, mein Name ist Lukas Merz. Ich bin Drehbuchautor aus München. Ich bin eigentlich evangelisch, aber war lange in Schäftlern auf einer Klosterschule. Darum habe ich auch einen Bezug zur katholischen Kirche. Und meine Frage ist genau in dem Bereich jetzt zur Internationalität, weil wir natürlich gesagt haben, die katholische Kirche, viele Dinge der katholischen Kirche stimmen hier nicht mehr mit unserer heutigen Gesellschaft hier in Deutschland, hier in Bayern überein. Aber eben in unmittelbarer Nähe in Polen oder in Ungarn ist es so, dass gerade die Gesellschaft und nicht nur die Kirche, sondern gerade die Gesellschaft sich genau in eine umgekehrte Richtung bewegt. Und da frage ich mich eben, wie man aus dieser Position quasi wirklich mit so einer internationalen Organisation wie der Kirche umgeht, mit so einem, die ja einen globalen Anspruch hat und auf der eben nicht nur wir mit unserer gesellschaftlichen Form Einfluss nehmen, sondern eben auch polnische und ungarische oder andere Kirchen oder Kirchenteile. Die gegebenenfalls noch ein bisschen konservativer ausgerichtet sind, ist im Unterton für mich dann noch zu hören. Okay, wer möchte? Herr Rothe. Also tatsächlich ist es so, dass die Vertreter der katholischen Kirche sowohl in Polen als auch in Ungarn nicht nur mit den jeweiligen Regierungen Hand in Hand gehen, sondern diese sogar regelrecht antreiben. Ich muss wirklich sagen, ich schäme mich abgrundtief dafür, dass die Kirche in diesen Ländern ihren ureigenen Sendungsauftrag so eklatant verrät. Und trotzdem sehe ich auf der anderen Seite diesen Film aus Ungarn, wo wir jetzt gerade gebeten wurden, ihn zu begleiten. Also ganz toller Dokumentarfilm eben über einen Pfarrer, der ausgetreten ist. Und da sind viele Gesprächsrunden mit
ja, vielen Leuten aus einem Dorf in Ungarn, die im Prinzip alle diesem Pfarrer zusprechen und sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass die dich hier raus ekeln. Also ich glaube, auch in Ungarn und Polen gibt es Mütter, die homosexuelle Kinder haben und die eigentlich verdammt glücklich wären, wenn irgendjemand ihnen sagen würde, hey, ihr dürft das offen kundtun und du darfst zu deinem Kind stehen, komme, was wolle. Denn auch die sehen ja die wahnsinnigen Nöte, in denen so ein Kind sowieso schon ist. Also ich meine, das Outing ist, glaube ich, für die wenigsten Menschen eine besonders spaßige Erfahrung. Und wenn ich mich dann auch noch von meiner Institution Kirche abgelehnt fühle, also insofern denke ich schon auch, dass wahnsinnig viele Menschen da hoffen, dass sich was ändert. Also das eine ist die Amtskirche, aber das andere sind die Menschen, die am Ende genauso fühlen wie eine Mutter oder ein Vater hier, die nämlich wollen, dass ihre Kinder glücklich sind und die wissen, dass das ganz bestimmt nicht dazu führt, dass die glücklicher werden. Soweit beantwortet. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung und dann hier. Ja, Michael Brinkschröder, schwuler Theologe, und ich habe meine Doktorarbeit in der Soziologie über die Wurzeln der Anti-Homosexualität im Christentum geschrieben. Und ich würde gerne ein Gegenstatement machen zu dem, was ich so ein bisschen als Pinkwashing von Herrn Rothe empfunden habe, nämlich die Behauptung, dass die Anti-Homosexualität erst 1975 begonnen hätte. Das stimmt, aber nur dann, wenn man wirklich dem Begriff Homosexualität zugrunde legt. Wenn man davon ausgeht, dass es, also dass die Frage ist, was ist die Haltung der Kirche zu mannmännlicher oder frau-weiblicher Sexualität gewesen oder zu Sodomie in diesem Sinne, dann haben wir eine durchgängige Tradition der Anti-Homosexualität in der katholischen Kirche und damit natürlich auch in der evangelischen Kirche sozusagen, bevor es da eine Änderung gegeben hat der Haltung. Also ich kann nicht ganz verstehen, warum Sie die Tradition erst sozusagen mit 1975 beginnen lassen und nicht schon mit den Paulusbriefen zum Beispiel. Ja, da haben Sie mich nicht ganz richtig verstanden. Ich habe ja gesagt, dass durchaus in der Vergangenheit bis in die 70er Jahre hinein Staat, Gesellschaft und Kirche queeres Leben praktisch nicht wahrgenommen hat, queere Menschen diskriminiert hat. Kirche hat also in diesem Bereich immense Schuld auf sich geladen. Da gebe ich Ihnen also zu 100% recht. Es war aber eine Tatsache, in der sich eben über die Kirche hinaus alle gesellschaftlichen Gruppen einig waren. Und erst als die meisten gesellschaftlichen Gruppen als Staat und Gesellschaft begonnen haben, sich für queeres Leben zu öffnen, als sie erkannt haben, dass die Diskriminierung queerer Menschen etwas ist, was weder humanwissenschaftlich noch sonst irgendwie begründbar ist, dann hat die Kirche begonnen, Gründe zu suchen, warum das so sein soll. Also ich möchte keinesfalls sagen, dass es bis 1975 keine Diskriminierung queerer Menschen von Seiten der Kirche gegeben hat. Das war absolut so. Also da bin ich 100% auf Ihrer Seite. Nur diese lehramtliche Doktrin, die ja jetzt wie ein Aushängeschild von der Kirche vor sich hergetragen wird, das ist relativ neu. Nein, da würde ich Ihnen vollkommen widersprechen. Es gibt wahnsinnig viele Synodenbeschlüsse, Konzilsbeschlüsse etc., Papstäußerungen, Bullen aus dem Mittelalter in diese Richtung. Und noch an einem anderen Punkt, wo ich es festmachen würde, ist, in dem Moment, wo das Römische Reich, das Kaisertum im Römischen Reich christlich geworden ist, Konstantin und seine Söhne, in dem Moment ist die Gesetzgebung antihomosexuell geworden, wenn man mal diesen Begriff verwenden möchte für die Zeit. Also erst in dem Moment, wo die christliche Lehre auch Einfluss hatte auf die Politik. Vorher war das nicht der Fall. Also da sehe ich schon eine ganz besondere Rolle der Kirche, auch im Hinblick darauf, wie sie Staaten geprägt haben. Klingt mir jetzt allerdings nach einer fast theoretischen Debatte, wann es wie begonnen hat. Warum das wichtig ist, ist zu sagen, die Tradition, also in der katholischen Kirche ist wichtig Schrift und Tradition. Das ist gewissermaßen die Grundlage für theologische Argumentation.
im Hinblick auf das Thema Homosexualität haben wir das Problem der Auseinandersetzung mit der Schrift. Okay, das kann man irgendwie machen. Da arbeiten ganz viele Leute dran. Aber wir haben mindestens genauso stark und wenn nicht größer das Problem der Tradition. Und das, finde ich, muss man auch erstmal ernst nehmen und nicht einfach so zu sagen, das beginnt erst 1975 und vorher war die gesamte Gesellschaft im Gleichklang. Das glaube ich nicht. Ich nehme mir gerne als Merkposten mit, ein guter weiterer Aspekt. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung gesehen. Jawohl. Mein Name ist Raphael Senft aus Freising, mit meiner Frau hier. Und wir sind beide ziemlich lang schon in der Freikirche. Als Christen, wir glauben an Gott und an Jesus und an die Gemeinde. Also wir haben dieselbe Liebe für Gott. Und was mich beschäftigt ist in dieser Diskussionsrunde, ob wir den Willen Gottes suchen in allem, was wir tun. Besonders, weil wir hier junge Leute unter unseren Zuhörern haben, möchte ich wirklich auch hier Dinge in Frage stellen. Und nicht, um zu attackieren, sondern um gemeinsam den Willen Gottes zu finden. Ich habe hier eine Schriftstelle, die besagt in 2. Korinther 5, Vers 9. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, in diesem Körper oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Und darum frage ich in die Runde hier, ob wir wirklich den Willen Gottes suchen in all dem, was wir tun. Ob wir unsere Gefühle und unsere Vorlieben dem Willen Gottes unterwerfen. Die Frage müssen wir uns immer stellen. Am Ende des Lebens werden wir alle irgendwann vor Gott stehen. Wir alle glauben an Gott, sonst würden wir heute im Biergarten sitzen oder an der Isar. Wir sitzen hier, weil wir an einen Gott glauben. Und wir werden vor diesem Gott stehen. Und ich frage Sie, wir haben die Frage ist angekommen, aber genau. Wir sitzen ja insbesondere auch hier, um das Thema Queer und katholische Kirche, ob genau. Das heute noch möglich ist, zu beleuchten. Weiß ich, möchte da jemand direkt darauf eingehen? Das nehmen wir gerne als Diskussionsbeitrag mit. Vielen Dank auch dafür. Also bei Maria 2.0 wird uns das ja auch immer vorgeworfen, dass wir irgendwie Jesus aus dem Blick verlieren, wenn wir hier irgendwie Reformen fordern. Und ich nehme bei Ihnen jetzt eine leichte Kritik mit, jetzt aus Ihrer Frage. Also ich glaube, dass wir alle die jesuanische Botschaft als Lebensgrundlage haben, weswegen wir uns überhaupt noch mit dem Thema Kirche auseinandersetzen, ist absolut felsenfest. Ja, wir glauben an Gott und ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich vor dem stehen kann mit erhobenem Kopf und mal sagen kann, ich kämpfe dafür, dass deine Kirche nicht ausblutet und dass nicht die Leute wegen dieser Verlogenheit, die da propagiert wird, in Scharen gehen. Weil ich meine, wenn der Papst ein Fußballtrainer wäre, dann wäre er schon gefeuert bei den Austrittszahlen, die wir im Moment haben. Also wir werden irgendwas ändern müssen. Oder die Kirche wird irgendwann nur noch ein paar Katholibahnen in der Hand haben, also in der Hand sein, die immer mehr Menschen vertreibt. Und insofern, glaube ich, können wir alle, die wir hier für Reformen in der Kirche kämpfen, mit erhobenem Haupt gehen und sagen, wir hoffen, dass wir eine zukunftsfähige Kirche haben. Einheit in Vielfalt. Vielen Dank. Jetzt habe ich hier noch eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Ich möchte darauf gleich eingehen. Das passt nämlich sehr gut. Sie hatten das hier als Argument auch schon mal gemacht, Sie jetzt auch nochmal sehr stark gemacht. Ich nehme aus protestantischer Perspektive auch wahr. Sicherlich ist das in der römischen katholischen Kirche in den letzten Jahren nochmal der Prozess stärker, aber genauso zugegen, dass man so eine Art Selbstverzwerung wahrnimmt, die in gewisser Weise auch intern gewollt wird, dass irgendwie nur noch die Hardliner da bleiben. Und da finde ich auch, dass gerade die progressiven Kräfte in egal welcher Denomination wir uns befinden, dagegen arbeiten muss, dass die liberalen und bürgerlichen Kräfte dort nicht ausgeschlossen werden. Denn katholisch, katahole, also für alle da, und so ist ja auch das Evangelium letztendlich zu verstehen. Es richtet sich erstmal an alle und deswegen sollte man versuchen, diese Idee der Volkskirche, ähnlich wie die Volksparteien, die Idee, nicht jeder muss da mitmachen, aber sie sollte doch immer offen für alle Menschen und alle möglichen pluralen Teile sein, finde ich einen ganz, ganz starken Punkt. Meine Frage, Punkt 2, wäre die,
gerade auch aus einer protestantischen Perspektive gesprochen. Ich habe das Gefühl, die protestantische Kirche ist ja schon aus ihrer Historie heraus immer sehr staatsnah und deswegen konnte da auch sehr viel immer, was rechtlich geregelt wurde, denken wir an die Homo-Ehe, da sind ja auch die Landeskirchen relativ schnell nachgezogen, was Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare anging. Und man hat ja nun man hat ja die Erfahrung gemacht, dass es da immer gerade in der römisch-katholischen Kirche so eine Kontrastbewegung gibt. Also gerade je progressiver andere Kirchen wurden, desto mehr war dann Identitätsmerkmal der römisch-katholischen Kirche, auch als Weltkirche, noch konservativer zu werden. Sie haben das ja auch mit 1975 beschrieben. Ich frage mich, ist Ökumene dann ein Weg, die progressiven Kräfte zu stärken? Also ich kann mir fast vorstellen, es wäre es nicht, aber trotzdem sehe ich auch immer diesen Kippmoment. Wie sehen Sie das? Herr Rothe, dann machen wir hier Reihe um. Ja, Ökumene ist in dem Bereich ein schwieriges Stichwort, weil es eben nicht nur auf der, ich sage jetzt mal, linken Seite der katholischen Kirche die protestantischen Gemeinschaften gibt, sondern auf der rechten Seite eben auch die orthodoxen Kirchen, in der die Homophobie noch viel tiefer verwurzelt ist. Wir haben ja vor wenigen Wochen erst aus dem Mund des Moskauer Patriarchen gehört, dass Putin deswegen in die Ukraine einmarschieren musste, um die Menschen im Donbass vor Schwulenparaden zu schützen. Also Ökumene ist sicherlich ein hilfreicher Weg, wenn man sich die richtigen Gesprächspartner sucht. Aber global betrachtet ist es keineswegs so, dass die katholische Kirche da gegen den Rest der Christenheit steht. Leider. Frau Löffler. Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich bin 94 zur Frauenseelsorge gekommen und bin sofort zum Weltgebetstag der Frauen gekommen. Und ich finde, die Frauenökumene ist unglaublich stärkend, weil wir uns gegenseitig immer erzählt haben, wie ist es in meiner Kirche, und ich bin auch in der Europäischen Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen, einfach zu sehen, da ist in Schweden eine Bischöfin, die segnet, und also für mich war das immer unglaublich bestärkend, diese ökumenischen Kontakte. Also das kann ich jetzt nur für meine Person sagen, aber auch zu hören, wie geht es jetzt zum Beispiel einer Frau in Kreta, die auch gern Priesterin werden würde wie ich. Ja, also da ist es ja noch mal viel extremer, weil die Popen in Griechenland viel mehr da geht es mehr um das Gewissen, dass die sagen, sie tragen das Gewissen der Frau eigentlich. Ja? Also es ist viel extremer als bei uns. Und dann einfach die verschiedenen Stimmen zu hören aus der Weltkirche, das hat mir immer sehr gut getan und hat mir geholfen, katholisch zu bleiben. So lang. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Gibt es noch Anmerkungen dazu, Frau Richthofer? Ökumene, super wichtig, super toll. Klar, also wenn wir das nicht hinkriegen, dann wäre das echt verdammt schade. Also meine Großeltern waren noch, was man damals eine Mischehe nannte. Und meinem Großvater wurde nach der Geburt der dritten Tochter angeraten, es sei nie zu spät, um sich eine rechtgläubige katholische Frau zu suchen. Also ist jetzt ein paar Jahre her, ist echt schon ein ganzes Stück besser geworden, und das ist echt gut so. Und uns wird ja oft gesagt, Mensch, dann werdet doch protestantisch, die können das alle schon. Also da könntet ihr ja Priesterin werden, Pfarrerin, wäre doch alles gut. Und da muss ich sagen, ja, da würden wir nur zu viele verlieren auf dem Weg. Also wenn alle Reformkräfte jetzt die katholische Kirche verlassen, ich glaube, dann geben wir die wirklich in die Hände der Besserchristen und riskieren eine wahnsinnige Radikalisierung der Kirche, Traditionalisierung im schlechtesten Sinne. Und insofern lernen von den evangelischen, von den anderen Kirchen auf alle Fälle. Denn auch dort, also ich meine, 1957 gab es die erste protestantische Priesterin und das Pfarrerin. Und das dauerte dann auch noch echt lange, bis das deutschlandweit so war. Und das kann aber Vorbild sein, zu sehen, wie nach und nach, ja, die ersten Gemeinden durften noch sagen, wir wollen keine Pfarrerin, pfui, wir wollen bitte einen Mann haben. Aber ist ja gut, also kann man ja so machen. Man muss ja niemandem irgendwas aufzwingen. Und da wurde ein Weg schon mal gegangen, und darauf zu schauen und immer näher zusammenzuwachsen und zu hoffen, dass irgendwann das vielleicht auch nicht mehr so dramatisch wichtig ist, ob da ein EV-Punkt oder RK-Punkt steht. Das wäre toll. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt habe ich noch eine letzte
eine letzte Wort. Sie bekommen ein Mikrofon. Warten Sie noch ganz kurz, dann können Sie auch die Leute, die virtuell zuhören, hören. Jawohl. Dankeschön. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass im Grunde genommen auch jemand, der queer ist, letztlich auch als Pfarrerin im Protestantismus agieren darf? Es tut mir leid, es ist an mir vorbeigegangen. Und die nächste ganz, ganz kurze Frage, wie stellen sich eigentlich weitere Weltreligionen dazu? Also wie ist es im Judentum, wie ist es im Buddhismus, wie ist es im muslimischen Ländern? Es gibt einen ganz tollen Film, Female Pleasures, wo sie wunderschön herausgearbeitet sehen, dass in jeder Weltreligion Frauen diskriminiert werden. Also das schaffen die alle. Aber also jetzt Priesterinnen gibt es, glaube ich, bei den... Genau, das gibt es immerhin. Genau, je nach Ausrichtung der Gemeinde, in dem Fall, soweit ich es weiß und beurteilen kann, auch eine eher liberalere. Nee, alles gut. Wir hören es halt besser dann mit Mikro noch. Es war in Bamberg, gibt es zum Beispiel eine Rabbinerin. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann steht jetzt auf meinem Zettelchen pünktlich um 16.45 Uhr Zusammenfassung, Dank und gemütliches Get Together. Ich möchte vielleicht damit beginnen, zusammenfassend, wenn wir jetzt anschauen, queer und katholische Kirche, möglich, unmöglich. Ja, ich glaube, da haben wir noch sehr große Hausaufgaben zu machen. Ja, ich glaube, es ist möglich, dass man da etwas verändert, sonst müssten wir die Veranstaltung nämlich nicht machen. Das wird, glaube ich, eher noch ein, wenn nicht ein längerer, aber zumindest ein steinigerer Weg. Wir als Politiker generell, glaube ich, haben auch unsere Hausaufgaben mitgenommen. Ich habe mir das alles notiert. Kann da nur fürs Politische sprechen. Das war vom Kulturwandel die Rede. Auch dass in der Praxis, was ja eigentlich da sein sollte, rechtlich auch das angewandt werden soll und keine Sonderprivilegien. Das ist das Thema Trennung Kirche-Staat an dieser Stelle. Vollumfänglich ja, nein. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das gelöst? Das müssen wir, glaube ich, wieder auf die politische Agenda setzen. Es geht am Ende auch darum, um Menschenrechte umzusetzen und da auch als vielleicht letzter Gedanke noch das Stichwort Doppelmoral. Ist ja auch gefallen, ist natürlich auch etwas, wo man sich überlegen muss, wie lange ist das so noch hinnehmbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken hier bei meinen Gästen auf dem Podium. Ich habe ein kleines Geschenk zumindest noch. Ich habe Ihnen hier ein kleines Geschenk mitgebracht, der wir hier im Bayerischen Landtag sind. Da haben wir auch die Möglichkeit, kleine Gastgeschenke zu erwerben und Ihnen zu übergeben. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einen Bierkrug des Bayerischen Landtags, damit es auch wirklich ein kleines politisches Zeichen der eigentlich höchsten Gewalt in diesem Land mitnehmen können. Ich habe mir erlaubt, ich habe jetzt da ein Bierkrug, also ein Whisky kann man nicht aus dem Bierkrug trinken, das wäre völlig unangemessen. Als Franke habe ich mir erlaubt, ein kleines fränkisches Bier da reinzumachen. Da bitte ich jetzt alle, die aus Oberbayern kommen, um Verständnis, dass ich mich für ein kleines Bier aus der fränkischen Schweiz entschieden habe. Herr Rothe, Frau Löffler, Frau Richthofer, lieber Henry Frömmichen, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie heute hier bei diesem besten Biergarten- und Eisdielenwetter zu diesem, wie ich finde, sehr spannenden Thema zu uns gekommen sind, auch virtuell zugeschaltet. Wir haben jetzt ja noch die Möglichkeit, draußen uns bei einem kleinen Get-Together auch auf der Terrasse hier noch auszutauschen. Jetzt habe ich ja relativ leicht. Ich bekomme hier meine Moderationskärtchen hingelegt und vorbereitet. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei denen bedanken, die diese Veranstaltung eigentlich möglich gemacht haben. In dem Fall bei unserer Helena und bei Tim, die hier federführend die Veranstaltung organisiert haben, inhaltlich, aber auch operativ. Und da würde ich jetzt um einen ganz herzlichen Applaus darum bitten. Es redet sich ja nämlich relativ leicht und bequem, aber ohne dass man jemanden hat, der das Ganze vorbereitet, geht das alles nicht.
Vielen Dank, dass wir alle heute hier zusammengekommen sind. Jetzt viel Spaß noch draußen beim ein oder anderen Getränk. Ab jetzt darf dann auch Alkohol getrunken werden.